Hey, Baba. Alter, Digga, mein Handy ist runtergeknallt, Bro. Schönen guten Abend, meine Freunde. Herzlich willkommen, euer Teacher wieder hier. Ich hoffe, es geht euch gut, Hamudis. Subgames. Erstmal aber eine Runde Solo. Erstmal warten, mal, bis ihr drinnen seid. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt Fragen. Ich bin gern für euch da. Und ich freue mich sehr auf euch, ihr Lieben. Let's go. Let's go, Dude. Jo, zeig mal her, wer hier im Schissel ist, ihr lieben Mäuse. Wie man bei dem Wetter ist, Digga. Erstmal Servus, KFC. Noah, Ramona, Thorsten, grüßt euch, Nicolo, Sascha. Bei dem Wetter kann ich sagen, wie es mir ist. Ich hab irgendwie. Scheiß Tablette zwischen die Zähne hängen. Also, ich war vorhin mit meiner Frau und Timmy für den Garten Pflanzen kaufen und Blumen. Mir war so schön, bei dem Wetter, dass ich gesagt habe, Schatz, sag, pack das scheiß Ding jetzt in den Einkaufswagen. Sag, das Ding ist komplett vollgepackt, da passt keine Pflanze, keine Blume mehr drin. Ich sag, raus. Ich raste richtig aus bei dem Wetter. Ohne Kack, das ist kein Spaß. Sobald ich anfange, im Nacken zu schwitzen, Leute, werde ich aggressiv. Das ist mein Ernst gerade, Leute. Das ist nicht mein Wetter, ehrlich. Das ist mein nicht tot ernst gerade. Meine Frau weiß das auch. Sobald ich anfange zu schwitzen, war meine Frau mich wieder am Arm noch drücken und was anderes. Ich hasse das, Digga. Ich hasse das. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Und morgen übermorgen mit Hölle. Ich weiß nicht, wie ich den Stream überleben werde. Ich werde wahrscheinlich Mütze abmachen und eine scheiß Hand um den Kopf wickeln oder irgendwas. Keine Ahnung, Leute. Wie geht ihr mit dem Wetter um? Grüße Dennis, Ronny, Markus, Jojo, grüße dich, Schnucki, Kevin, Janni, liebe Bro, grüße dich, Schnucki. Dominik Roger, grüßt euch. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt schnell Fragen, ihr Süßen. Wir machen noch eine Runde Solo. Und danach geht's so mit Subgames, ihr Hübschen. Grüße Benny, Rico, grüße dich mal lieber. Marco, grüße Kevin, Christian, Manu, Ronny. Das Wetter ist Abfuck, Leute. Das Wetter ist Abfuck des Todes, Leute. Absolut nicht schön, ehrlich nicht. Die kalte Weinschorle trinken. Meine Frau ist gerade einkaufen. Ich habe gesagt, ich soll mir bitte Hendrickson Gin mitbringen. Und jetzt werde ich auf jeden Fall daher ein bisschen Hendrickson Gin trinken zum Runterkommen. Da muss ich natürlich morgen aufpassen bei dem Wetter mit Hendrickson Gin oder generell mit Alkohol. Ich will mich auch nicht betrinken, ich werde einfach bloß genießen. Deswegen auch ein schönes Glas, Eiswürfel, Gin, Gurkenscheiben, Spritzer Limette und einfach bloß genießen, Leute. Mir geht es ja nicht ums Betrinken oder so ein Sinnschiss. Standventilator-Handtuch rüber. Standventilator, nass das Handtuch drüber und auf 3 gestellt, Beste. Das Handtuch drüber, ja, das muss am besten hinten drüber packen, nicht vorne drüber, hinten drüber. Hinten die Luft, die angesogen wird und dann wird es vorne wieder abgeblasen. Also hinten drüber packen, ist besser machen kannst. Spiel mal bitte König von Caldera. Champion meinst du oder was? Ich bin zwar der König, aber kannst auch Champion sagen. Bald werden wir wieder frieren. Ich friere nicht, Digga. Ich bin kein Mensch, der friert, Bro. Also alle, die mich kennen und gar meine Frau, ich friere nicht, Digga. Ich friere auf absolut nicht. Ey, ohne Scheiß. Was würden die Leute auf dem Bau sagen? Was würden die Leute vom Bau sagen? Digga. Ich habe vorher über 14 Jahre auf dem Bau gearbeitet, also brauchst du dir keine Gedanken machen. Ich habe im Regen gearbeitet, im Schnee gearbeitet und vor allen Dingen, da könnt ihr nicht mal mitreden, wenn ihr 40 Grad draußen habt und ein Windrad aufbaut. Ich habe ja nun bei Enercon gearbeitet und Windräder auf Montage aufgebaut und außerhalb auch viel. Und ihr seid im Stahlturm drin, der untere Teil ist ja Beton, der obere Stahl. Und wenn ihr da im Stahlteil oben drin seid, ja, und mit einem Arm nur an die Wand rankommt, ist euer Arm verbrannt, so heiß ist der Stahlturm. Und ihr könnt euch ausrechnen, was oben im Maschinenhaus für die Temperaturen herrschen. Also ich weiß dies dann ganz, ganz gut, Leute, wie warm es auf dem Bau ist. Ja, ich bin nicht als Streamer geboren. Schnuckis.
Schön Eiswürfel, egal ob mit oder ohne Ei. Schön was Erfrischendes rein. Geil, außer auf Fanta Zitronen mit Eis. Ja, auf jeden, Digga. Eiswürfel, geile Erfindung. Kühlschrank ran. Brrrt. Das ist eine geile Erfindung, Digga. Ohne das geht's gar nicht. Stell die Füße in eine Schüssel mit Wasser. Das habe ich auch schon mal gemacht, Digga. Ich muss noch die Tage wieder machen, Bro. Ich vergesse das jedes Mal. Erinnere mich dran, Bro. Kann mich mit der Kleinen gut in der Ostsee abkühlen und ich hasse frieren. Ah, das stimmt, Digi. Ich friere, also das heißt, ich friere nicht, Leute. Ich friere nicht schnell. Also lieber habe ich wirklich so ein, ich sag nicht, dass ich Winter mag, aber ich habe lieber Frühling oder Herbst und so Temperaturen 10 bis 20 Grad, Leute. Ich brauche keine 25, 30 Grad. Das ist echt so. Meine Freundin ging schon. Und so unterschiedlich sind die Menschen. Das ist aber gar nicht so schlimm. Das ist ja cool, dass es so ist. Janinchen, grüße ich meine Kleinen. Gerade leichter Wind könnte das ganze Jahr sein. Das stimmt ja, nee, Digga. Absolut ideal. Nabend Ralf, grüße Alexandra, dann fühlst du mit mir. Natürlich, Masi, Digga, Alter. Ich kann dir noch Fotos zeigen. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Lass mich mal überlegen, wo ist meine Festplatte? Ich glaube, ich suche dir mal Fotos raus. Komm, Digga, warte mal kurz. Nicht, dass ich denke, ich laber hier nur. Ja, ihr seht, dass ich komplett bepisst war, Junge. Meine Frau hat immer gesagt, oh, mein Schatz, du armer Schatz. Ich zeige euch mal, wie ich Fotos noch raussuchen kann. Warte mal kurz. Muss eh erstmal. Ihr seht ja erstmal nichts. Das Spiel habe ich aber schon gestartet, ihr Lieben, also keine Angst. Warte mal, was ist denn da? Ivo, mein Schokolade. Schönen guten Abend, Brudi. Und vielen Dank für deine 50 Sterne. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid, die Mäuse. Michael, grüße dich. Wie lange machst du Potter heute? Ja, wir haben ein bisschen später angefangen. Ich denke mal bis halb 10 ungefähr. Baustelle streamen. Brudi, Naben, Katlinchen, mein Bindchen. Stefan, auch vielen lieben Dank für deine 330 Sterne. Schokolade, einen dicken Schmatzer. Vielen, vielen lieben Dank, Bro. Vielen, vielen Dank. Ey, gute Laune, Daniel ist da. Was geht, Schnucke? Hallo, hallo, Bro. Franz, grüß dich. Mikey. Du musst mal deine Streamingzeiten ändern. Warte immer um 9 zum Frühstück. Ich fange um 10 an, Bro. Um 9 ist Timmy Time noch. Nicht Timmy Time, nicht, aber ein bisschen mit der Frau halt im Haushalt machen. Wir bringen ja Timmy meistens um 7, halb 8 in Erwägung und danach ein bisschen mit der Frau ein paar Sachen planen. Alexander, grüß dich. Tobi, vielen lieben Dank für deine Sterne, mein Schokolade, dicken Schmatz aufs Auge, Brudi. Jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob ich das finde, was ich euch zeigen wollte gerade. Festplatte, ich weiß mal, was ist denn das hier überhaupt? Hä? Ach hier, die hier ist das doch hier, warte mal, so, um hier auf Alex klicken, dann muss ich auf Handy klicken, 2020 wahrscheinlich war das noch. Kamera. Ach, so lange her, Leute, wie ich da ausgesehen habe, Alter, holy crap, Alter. Da haben wir gerade auch Dudi gekriegt, da haben wir Dudi noch was angezogen, warte mal. Ich kann euch ja leider nicht alle Fotos zeigen, aber wie du die ausgewählt hast, ich muss euch das unbedingt zeigen. Guckt mal das Foto jetzt hier kurz an. Guck mal du die an, wie du die noch ausgesehen hat. So sah du die noch aus, Leute. So sah du die noch aus, Leute. Muss ich mal kurz wieder wegmachen, nicht, dass ihr irgendwelche anderen Fotos seht. Das Game geht auch schon los. Und dann mal kurz. War, ich damit, war das immer die Zeit, wo ich auf Baustelle arbeite? Ich glaube schon, ja, ich glaube schon. Oh Digga, das war auch die Zeit, wo ich angefangen habe, den Krebs zu kriegen, meine Chemotherapie zu machen. Das sah ich aus, also Leute, übelst abgemagert. Aber wo ist die Baustellenzeit? Ist das die Zeit überhaupt gewesen? 2020? Ich glaube, das war 2019 noch. Weil hier habe ich schon die Chemotherapie bekommen, da war das noch nicht. Warte mal, ich mache mal eins zurück. Was haben wir jetzt hier noch gehabt? Digga, zeig mal her hier. Handy Ende 21. Zeugnisse. Ich muss ja mal suchen, in Ruhe raussuchen, Alter. Einzelne Ordner? Ist da was dabei? Nö. Muss ja mal in Ruhe raussuchen, Leute. Ey, vielen, vielen Dank für eure Sterne, ihr Schnuckelputzis. Ivo nochmal 100 Sterne. Vielen lieben Dank, mein Brudchen, Alter. Nochmal Marcel und KFC auch nochmal Sterne. Vielen, vielen Dank. Ihr kleinen Schnuckelhasen, freue ich mich sehr doll darüber. Vielen lieben Dank für euren Support. Und jetzt müssen wir auch reingrinden, Diggi. Jetzt müssen wir doch auch reingrinden, ihr Lieben. Battle Royale, Battle Royale, Battle Royale, dude. Was machen wir jetzt hier? Das ist ja dieses Battle Royale-Dings hier, dieses Königs-Dings hier, da. Ich wollte ja nochmal wo sind wir überhaupt hier? Achso, wir fliegen in Richtung Homie. Aber ich habe mal gezeigt, war vorhin, ich wollte nochmal die Thompson testen. Die Thompson fand ich ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Auch was die Präzision angeht, obwohl die fette Feuerrad hat, die Waffe. Dankeschön nochmal für euren Support, Leute. Freue ich mich wirklich sehr doll drüber. Und natürlich auch schön, dass ihr alle da seid. Schönen guten Abend an den Rest der Family. Grüße Marcel, Daniel, Florian, Sören, Marcel, Svenny. Auch nochmal good luck für die Runden und 500 Sterne. Alter, du bist ja ein geiles Schwein. Schokolade, vielen, vielen Dank und einen dicken Schwanz aufs Auge. Freue ich mich richtig drüber. Dankeschön, eine 500-Stars-Dude. Wie kommt es denn, dass du wieder zuguckst hier, Jojo, Bro? Eine Zeit lang nicht mehr zugucken, jetzt ist er wieder hier. Er lebt doch. Sind die überhaupt Gegner?
Wir spielen auch heute auf jeden Fall nochmal die scheiß NZ mit dem Thermalvisier, Leute. Ich will es unbedingt nochmal testen, ich finde das nicht schlecht. Ist ja einer drinne bei uns, sag mal? Warum ballern die denn ganz hinten? Aber was geht denn da hinten ab, Alter? Wir brauchen ja gar nicht unsere. Wir können eine Kiste können wir eh nicht. Aber ich finde es ganz cool, dass man gleich wieder die Standardwaffen hat, also die normalen Loadie-Waffen hat. Eigentlich ganz coole Sache. Willkommen, ach, Games haben wir doch noch haben. Digga, wir checken das nicht. Erste Runde ist Games dann doch immer ausgestellt. Warum versteht ihr die Challenge nicht, Melle? Was ist denn da los bei dir? Meinst du mich? Ja, natürlich meine ich dich, Jojo. Michael Schnuckelhase, auch vielen Dank für deine 310 Sterne und einen dicken Schmatzer aufs Auge. Christoph, grüße dich. Vanessa, hello, hello, Mäuschen. Ihr wisst doch, wir machen da immer eine Challenge, Herr Moody. Wir machen da immer eine Challenge. Ihr müsst euch mal ein bisschen beruhigen. Wir haben ja gesagt, ihr habt erste Runde immer kein Gamesound. Das wird jede Runde so sein. Ihr werdet zweimal wieder sagen, du, Rudy, du hast den Gamesound vergessen. Dann werde ich jedes Mal sagen, ey, Leute, wir haben doch gesagt, wir machen die Challenge. Eine Challenge. So, wir gehen jetzt trotzdem. Oh. Ja, legen wir trotzdem Loot. Wir nehmen erstmal eine Drohne. Komm, wir kommen erstmal eine Drohne ein, Leute. Wir kaufen erstmal die Drohne ein. Die Drohne ein. Die Scheibe kommt man nicht durch, wenn man so fett ist wie Teacher. Alles klar. Hätte man auch anders irgendwie einen beibringen können. Oh, am Haus ist einer direkt. Aha. Aha. Hat er gerade an der Fensterscheibe da gestanden oder hat der Jockel? Nee, 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 nee. Oh, einer hat Geist. Die Zone kommt auch schon, so schnell geht's. Oh, wir müssen jetzt beeilen, Leute. Wir müssen uns jetzt beeilen, Leute. Dann zieht uns die Zone wieder weg. Was ist denn das? Gehärtet, das leckt mich doch geil, Alter. Daniel, grüß dich. Sprichst zu schnell, versteh dich nicht. Bin sehr oft da, nur kein Zap mehr im Moment. Vor zwei Wochen war ich über zwei. Alles gut, Junge. Mir geht's doch nicht um den Sub, mein kleiner Schnuckelputzi. Darum geht's mir absolut gar nicht, wirklich nicht, Bro. Einfach, dass ich eine Zeit lang überhaupt gar nicht mehr gesehen habe bei uns. Deswegen, ich freue mich, dass du da bist, Bro. War jetzt kein Vorwurf, Brudi. So, ich glaube, du Supporter bist oder nicht. Hauptsache, ihr guckt zu. Das freut mich am meisten. Das ist mein größter Support, den ihr mir geben könnt, Leute. Ja, also ich behandle alle Menschen gleich, Dude. Egal, ob Support oder nicht. Egal, ob schwarz oder weich, ob arm oder reich. Egal, ob dick oder dünn. Ihr wisst ja, bei mir sind alle Menschen gleich. Da gibt's keine Unterschiede. Wir machen mal eine Drohne an, lieber sicher, sicher. Hinter mir? Über mir? Ja, hier auch noch mal eigene Waffen. Was macht der denn da? Jetzt ist er wieder unter mir. Der ist gelandet, der Bro. Warum landet der denn da? Warum landet der da, Bro? Verstehe ich absolut nicht. Da vor mir auch einer runtergekommen. Vor mir sah es so aus. Und mit dem anderen Dude. Der steht hier, der andere Dude. Im Haus ist der da drinne. Der muss doch aber jetzt auch rauslaufen da. Oder willst du mich jetzt wegwichsen? Ist der oben drauf? Der läuft jetzt. Das wird dumm von mir, oder? Noch 50 übrig. Das klingt doch nach jeder Menge Spaß. Ich glaube, das war dumm von mir. Kann das sein, Leute? Servus, Flo, grüß dich. Hey, Bester, kannst du vielleicht noch deinen aktuellen Waffen-Screenshots schicken für Messenger? Die kannst du alle abrufen, Live-Team, Digga. Bei mir im Stream. Einfach bloß Ausrufezeichen und die Waffe dahinter eingeben, die du gern sehen möchtest, Brudi. Ich habe noch keine Screenshots gemacht, dann muss ich erst zuschneiden. Aber wenn ich Screenshots mache, macht der irgendwie Screenshots von meinen ganzen PC-Monitoren. Also immer von zwei Monitoren, muss ich alles mal zurechtschneiden, Digga, weil das Bild von den Waffen übel klein ist. Also egal welche Waffe du haben willst, lauft ihm einfach, schreib mich einfach an, Bro. Schick mir eine Sprachnachricht und sag mir, die Waffe möchtest du gern sehen. Dann gib ich dir gerne die Aufsätze durch, Brudi. Doch, haben noch immer mal gequatscht über Hähnchenhaut. Das hat er sich gemerkt, da freue ich mich drüber, Schnucke. Mega, Bro. Immer so ein Quatsch, also ich bin da mein Lieber. Schön zu hören, schon gesagt, mir ist das egal, ob ihr Supporter seid oder nicht. Natürlich ist das so ein bisschen mein Lebensunterhalt, damit ernähre ich meine Familie. Aber ich freue mich einfach, dass ihr da seid, ihr könnt mir glauben, Alter. Ich mache da absolut keinen Unterschied. Allein, dass du das noch merkst, da freue ich mich richtig drüber. Der Hähnchenhaut-Buddy ist am Start, Leute. Let's go, Dude. Allein so eine Kleinigkeit, ein Hähnchenhaut-Buddy, das wird jetzt der Name bleiben, dann musst du durch. Lego, Daniel, alles solche Sachen, Digga. Alles solche Dinge halt, das sind, wie ich meine. Mich ja nicht hoch oder was so? Doch. Wir haben so viel Cash wieder, Leute. Denkt an alle, die heute Vormittag schon mal mitgespielt haben von den Supporter Games. Lasst erstmal bitte den anderen ein bisschen den Vortritt, dass diese auch dazu kommen, mit mir zu zocken.
Ich werde gleich wieder die anderen reinbashen, Alter, und die trauen sich nicht zu sagen, ey, Teacher, die war doch schon mal da drin, dann kannst du den einfach rausschmeißen. Das traut sich eh keiner zu sagen. Das traut sich eh keiner zu sagen, Brie. Ich den Geschmack im Maul, ich kann nicht mal saufen hier gerade, Alter, weil ich... War da nicht gerade ein Gegner, Alter? Ich fühle mich hier gerade nicht gut, Leute. Ich darf hier, ich habe die Blixen, habe ich nicht im Bot drin, weil ich die Blixen nicht spiele. Ich habe die Blixen nicht freigeschaltet, ich habe die nur aus dem Battle Pass. Aber ich kann dir nach der Runde gleich sagen, wie ich die Blixen baue, Bro. Dann gehe ich in den privaten Lobby kurz rein, okay? Kevin, nach der Runde zeige ich dir die Blixen. Das hatten wir schon öfters, Modi. Ich hab leider keinen Hähnchenteller bekommen zum Geburtstag, aber dafür ein richtig geiles Hähnchen, Digga. Richtig geiles Hähnchen von meiner Frau, das hat sie wirklich richtig krank gemacht. Das war, glaube ich, sogar ihr bestes Hähnchen, was sie gemacht hat. Was ist denn da vorne los? Ich bin hier nur am Laufen in der Runde, Digga. Ich bin eigentlich nur am Laufen, Bro. 3 Kills, was ist denn für ein Dünnschiss heute Morgen? Erste Runde 16 Kills, zweite Runde 12, dritte Runde 14 Kills und jetzt habe ich 3 Kills und bin am Laufen wie ein Volltrotz die ganze Zeit, Digga. Was wollte ich eigentlich hier? Ist das hier ein Forest Gump-Spiel oder was, Leute? Nicht dafür, Kevin, gerne. Muss mich bloß mal daran erinnern, nach der Runde, weil ich es eh wieder vergessen werde, Bro. Ich bin ein richtig vergesslicher Mensch. Und ja, bin jetzt immer raus. Kinderabend ist mal alles klar, Digi. Liebe Grüße an die Familie, Ding, Schmatzer für die Kinder. Schön, dass du da warst, Bro. Bis dahin. Hähnchen mit Liebe schmeckt am besten. Ey, ist so, Bruder, ohne Kack. Weil ich, meine Frau, wir haben jetzt so eine komische heiße Fritteuse geholt. Heiße Fritteuse, das beste Anschaffung, die man machen konnte. Ohne Öl. Es spricht viel weniger Fett, aber trotzdem richtig lecker. Egal was, ob ihr da Zucchini-Chips macht oder Kartoffelchips oder Hähnchen. Ihr könnt ein ganzes Hähnchen reinhängen. Da ist ein richtiger Grill dabei, das dreht sich denn. Oh no! No! Du Wichser, du Wichser, du Wichser. Du Wichser, fix mich nicht. Das ist so richtig heftig gemacht, Digga, ohne Kack. Also, das war die beste Investition, die ich hier machen konnte. Für meinen fetten Bauch, Digga. Teacher, der alte Hähnchengrillmeister. Da wollen wir wirklich alles drin machen, Digga. Alles. Pommes. Alles, was es so gibt im Leben. Putensteaks. Am besten... Oh, was ist denn da vorne? Rechts einer gestorben, rechts neben mir. Der stimmt wie meine Frau, Alter. Was ist denn da los? Ah! Oh! Oh! Digga, ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll, Bro. Schönen Gruß aus der Späti. Christian, grüß dich. Namen anderer Christian, Ronald. Grüße, mein Lieber. Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir, Ronald? Danke der Nachfrage. Oh, shit, Bro. Mein Gott, der hat halt einen Hackglitch, der Motherfucker. Hab ich damals schon gemeint. Tut mir leid, keine Zeit für den Vibe, Bro. Blöde. Wo schmeißen die uns denn raus? Ja, moin, ja, Selleme. Dieses Food Ninja oder wie dieses Ding heißt. Boah, ich weiß nicht genau, Bro, wie das heißt. Meinst du jetzt die Eisenfritteuse oder meinst du das Essen, Schnuckelhase? Wie heißt die Waffe, die du jetzt hast? Die Waffe, die ich gerade zocke, Laftim, das ist die NZ41. Dann musst du einfach eingeben in den Chat, Ausrufezeichen, NZ, und dann siehst du, welche Aufsätze ich drauf habe. Könnt ihr einer von den Leuten mal von unseren Familienmitgliedern mal vormachen, damit der Laftim weiß, wie das funktioniert, mein Lieber. So, wir gucken jetzt mal. Na, Wind, Lars. Moment, hier unten reinkommen. Ich will unbedingt... Oh, jetzt... Ja, Dicker, okay, das Thema mit der... Ich will jetzt mal gucken, wie der Schadensdamage jetzt war. Ja gut, die hat halt keine extreme Reichweite, denn die Thompson. Aber ich glaube, die Thompson kann noch trotzdem gut sein. Die Thompson ist halt einfach eine Waffe, die halt aus Close Range, glaube ich, gut ist. Wir können ja nochmal einen anderen Lauf drauf machen oder so. Aber jetzt könnt ihr erstmal reinkommen. Wir starten jetzt die Subgames, ihr Hübschen. So ein Jutta, aber hab voll mit meiner MS zu tun. Ah, das tut mir leid, Roland, Diggi. Das kann ich mir vorstellen, dass es das nicht einfach ist. Gute Besserung, Schnuckelhase. Jetzt hauen alle gleich NZ raus. Ihr seid einfach die geilste Familie überhaupt für mich, ehrlich, Leute. Genau so funktioniert das Love Team. Alle Waffen, die ich im Stream spiele, die ihr auch im Stream seht, die könnt ihr abrufen über dieses Ausrufezeichen links. Jo, hallo, ich gehe raus, wenn jemand reinkommt. Ja, ins Ruhe, ja, alles gut, mein Schnucki-Fritzi, beruhige dich. Na, Abend, ihr Lieben, grüßt euch, schön, dass ihr da seid. M13 macht wieder Spaß, ja, aber ich finde, M13 ist eher was für die von uns Keep und Rebirth. Ich weiß nicht, die ist Midrange richtig stark, hat dieselbe Time to Kill wie die NZ. Teilweise sogar aus Close Range ein bisschen besser als die NZ, aus Long Range wie die NZ besser. Aber deswegen zocke ich die halt nicht. Die DP ging heute auch richtig gut ab, die DP. Die werden wir auch jetzt nochmal zocken, die Runde. Die haben wir hier noch drin, ne? Aber ich weiß halt nicht, ob ich wirklich dieses Thompson-Ding jetzt weiter zocken soll. Ich glaube einfach, wenn ich jetzt wieder Schwitzer habe, dann ist die Thompson natürlich kacke. Wenn wir jetzt einfach mal eine Hurensohn-Lobby haben, dann macht das wahrscheinlich Sinn, mal andere Waffen zu probieren. Aber das haben wir leider nicht oft. Stan, PPSH werde ich selber nochmal probieren. Typ 100, Wellgun. Ich wollte die Typ 100 nochmal mit dem 48er Mac probieren. Hat mir Stylus erst geschrieben gehabt, die soll gar nicht mehr so verkehrt sein. Mit dem 48er Mac. Mac. So. Ich spiele trotzdem noch mit dem Schnelllauf.
und auch mit dem Kompaktgriff, da habt ihr extrem krass, also ihr seid extrem schnell in der ZV unterwegs, so dass ihr während der Schießens links, rechts gehen könnt und für euren Gegner wesentlich schwieriger zu treffen seid. Das macht viel, viel aus, das denkt ihr selber nicht, weil ihr kommt euch selber nicht so vor, als ob ihr schnell bewegt. Aber trotzdem macht das richtig, richtig viel aus für den Gegner. So, dann machen wir auch diesen Faltgriff dran, haben wir ein bisschen ausgeglichen, Präzision, Mobilität und Bewegung. Und hier machen wir flink rein und schnell und noch natürlich umwickelten Griff. Und Munition, da haben wir eigentlich relativ hohe Feuerrate, da können wir hohe Spitze reinmachen. Und Magazin, testen wir 48 Schussmerk, wie es gesagt hat, der Assi. Ansonsten gibt es hier Kloppe. Okay, kommt keiner mehr groß rein, schaut jetzt die Runde, will nicht ewig warten, wir sind eigentlich zu viel. Klaus ist ja dabei. Let's go, dude! Let's go! Ah, du wolltest Kevin die Waffe zeigen! Ah! Bro! Scheiße! Warte mal, kann ich euch jetzt mit in die Frage Lobby reinnehmen? Warte mal, geht das? Jo, das geht. Warte mal kurz, ich zeig dir die. Warte mal, geht das so? Nicht jetzt. Warte mal, wir gehen gleich wieder raus. Wir gehen gleich wieder raus. Wir gehen gleich wieder raus. Nicht wundern. Warte, Kevin. Warte, Kevin. Wir gehen gleich wieder aus dem Bratenlobby raus. Wo sind die scheiß Blixen jetzt hier hin, Bro? Dankeschön für die Info nochmal für die Erinnerung, Schnucki-Putzis. Ich brauche einen, der für mich mitdenkt. Ich stelle euch ein, Leute. Hier ist die Blixen, Digi. Komm. Also, Blixen. Ja, Rückschussbooster ist Fakt. Lauf. Muss ich erstmal selber gucken hier, Digga. Den letzten? Ja, den letzten. Ja, den letzten. Oder viele spielen auch den vorletzten Lauf. Hast ja ein bisschen mehr Damage, aber normalerweise spielst du den letzten Lauf. Das ist auch der, den ich auf meiner Dings drauf habe. Griff kannst du entweder Marks Glättgriff nehmen oder Handstopper. Keine Ahnung. Viele spielen auch den Schnitzervordergriff drauf auf der Waffe. Kannst du dir aussuchen. Ich denke mal, Schnitzer wird auch nicht verkehrt sein. Magazin, das 54er Magazin. Munitionsart würde ich auf jeden Fall. Also ich würde selber verlängert spielen. Du kannst aber auch hohe Spitzgeschoss spielen. Weil die hat einen relativ langsamen Feuerrate. Und denke ich mal, mit dem Verlängerten machst du nochmal richtig was wett. Und hier ist natürlich umwickelter Griff. Schaft machst du entfernt. Visier. Schiefer Reflektorscope. Und hier natürlich wieder flink und schnell reinkloppen. So würde ich die Waffe spielen. So ist er auch am besten. So ähnlich gibt es hier auch im Battle Pass. Und deswegen spiele ich die auch. Weil ich die noch nicht freigeschalten habe. Im Battle Pass gab es die aber. Da ist das 54er Mac drauf. Der Lauf, der Rückstoßbooster, das Visier. Leider Gottes ist der Schaft nicht entfernt. Der umwickelter Griff ist auch nicht drauf. Und Munition verlängert ist auch nicht drauf. So fühlt sich das nicht an. Aber so spielt man die Waffe. Okay, Grüße an Moody Budi. Hallo, hallo, Kevin. Kevin, ich bin Fabian und Grandios. Grüßt euch. Chantal hat von meiner Mutter einen Thermomix bekommen. War auch eine gute Investition. Thermomix auch geil, wenn meine Frau unbedingt haben. Aber man kann nicht alles auf einmal haben. So, wir starten jetzt in die Runde. Gehen wir wieder raus. Und starten jetzt. Let's go, Freunde. Thermomix ist geil. Richtig heftig. Wie gesagt, ich finde generell so ein Flieger. Ich habe auch jeden Morgen einen Safter. Dann machen wir einen frisch gepressten Saft. Da gibt es richtig geilen Saft. Dort kommt wirklich richtig viel Saft rauskommt. Richtig viel Saft. Und das zum Beispiel mit Karotten. Karotten mit reinmachen alles. Die Karotten kann man dann zum Beispiel wieder mit beim Brotbacken mit verwenden und reinmachen. Und alles. Das ist, man kann echt. Oder zum Beispiel der Hund mit essen, das ist alles immer gesund und gut. Der Entsafter macht das so trocken, das kannst du auf ein Tuch legen, der Rest, und da ist kein Stück Feuchtigkeit dran. Der kostet natürlich ein bisschen Geld, aber damit ihr verschwendet damit nichts. Ihr könnt das alles nochmal gut verwenden. Ja, wir backen halt das Brot ab und dann selber halt, das gibt es ein einfaches Rezept, das könnte ich mal im Stream sogar mal machen, dass ihr das mal nachmachen könnt, das ist echt einfach und da braucht so extra den Teig nicht irgendwie großartig aufgehen lassen, wie bei Brötchen zum Beispiel, dass du da manchmal ein paar Stunden oder sogar einen Tag im Kühlschrank liegen lassen musst, bei dem Brotbackrezept brauchst du das gar nicht, dann machst du direkt in eine Form rein und das Brot geht richtig schön auf und ist richtig lecker. Natürlich mache ich das ohne Zucker und somit ist es auch nicht ganz so lange haltbar, ja, 2-3 Tage musst du das Brot gegessen haben, denkt man, ist aber kein Problem. Ich habe ab und zu mal einen Game-Sound bei dir, Boyka, irgendwie so. Ein Störsound immer, als ob du da irgendwo, keine Ahnung. Okay. Okay. Keine Ahnung, Schnucki. Ist jetzt nicht so, dass es jetzt extrem abnervt, solange es jetzt nicht die ganze Zeit so ist. Wie gesagt, wenn ihr bei mir einen Störsound habt, sagt mir Bescheid. Ich habe jetzt meine Empfindlichkeit, also meine Mikrofonaufnahmegrenze schon auf 20 hoch gemacht. Wenn es jetzt immer noch so extrem stört, einfach Bescheid geben, Leute, ist gar kein Problem. Matti, Grüße. Ist okay. Ist okay, geht's, ja? Ja, ja. Warte mal, was habe ich denn jetzt? Das wird zurückgestellt. Audio und Aufnahmebegrenzung, sind die ist noch auf 20. Guten Abend erstmal, Matti, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Grüße dich, Christian. Für Fleisch nimmt man den Opti-Grill. Jetzt geht's los. Jetzt heißt schon, nimmt man den. Wenn man den nicht nimmt, was passiert dann, Stefan? Spaß mit seinem Rudi. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Nur Hackers und Fleisch allgemein kannst in die Tonne treten im Thermomix. Okay. Wie gesagt, ich bin momentan wie so richtig auf diesen Heißluftfritteuse hängen geblieben, Digga. Unnormal geil. Das Ding dreht sich sogar mit. Du kannst Pommes reinpacken, die drehen sich dabei. Du kannst ein Hähnchen, ein richtig komplettes Hähnchen da dran hängen, das dreht sich dabei. Und alles ohne Fett, das geht so rucki-zucki, Digga. Egal, ob das Fisch ist, Pommes ist, du kannst richtig die Freistellung da durchnehmen. Du brauchst doch selber nicht drauf achten, weil wenn du auf Fisch klickst oder Pommes, geht das Ding automatisch aus. Das ist echt geil gemacht, Alter. Wie fandest du die Krieg? Also, die Krieg habe ich gekauft.
Und ich bereue den Kauf. Die kriegen sie zwar optisch geil aus, genau wie das Einhorn, aber es sind einfach Waffen, die kannst du hier nicht spielen. Die kannst du kriegst wahrscheinlich sogar gut auf Reaver oder Fortnite Skip spielen, genauso wie die Graf. Aber nicht auf Caldera. Nein, nee. Nee, könnt ihr vielleicht in euren Lobbys machen. Ich weiß es nicht, ihr könnt es probieren, was ja nicht böse gemeint ist, aber Digga, ich krieg nur auf die Fresse mit der Waffe. Dann könnt ihr das ja nochmal probieren in Ruhe. Jetzt möchte ich aber gerne erstmal die Typ 100 und die DP27 zocken. Und ich weiß auch ganz genau, warum es in dem Game nicht einen einzigen verhurten Bauplan gibt für die scheiß Thompson, Digga. Die haben nicht einen einzigen Bauplan für die Waffe rausgebracht. Warum wohl nicht? Weil die selber wissen, dass das eine scheiß Waffe ist, Bruder. Yo, das ist eine Vorrunde, du Spasti. Von was für einer Fritteuse redest du? Eine Heißluftfritteuse ist das. Oder Heißluftofen, eine Heißluftfritteuse heißt das. Das ist ohne Öl, da brauchst du kein Öl mehr verwenden, Digga. Da kannst du alles drin machen, Digga. Pommes, die werden von allen Seiten richtig knusprig. Oder einfach bloß ein paar Fleischwurstscheiben rinknallen. Oder irgendwas Paniertes, Digga. Das geht so geil, Bro. Hab ich selber bei meinem Bruder entdeckt. Ich sag, was ist denn das da für ein Gerät, Digga, Alter? Das ist doch eine Heißluftfritteuse. Ich sag, was? Sag, das ganz ohne Fett kannst du reinmachen. Kannst du, das ist übel geil, Alter. Und zumal ich das auch dreht. Dieses eine Ding, es drehen sich ja nicht alle. Es drehen sich ja nicht alle. Und da kannst du deswegen. Das wird von allen Seiten. Du brauchst nichts mehr wenden, gar nichts mehr. So sexy, Alter. Habt ihr euch die geholt zwecks kein Fett mehr? Ja. Und auch natürlich zwecks der Zeit und alles. Und das ist eigentlich auch, wie sagt man so, nicht Umfang, also. Da braucht man halt nicht viel machen. So, wie ich komme hier auf die Namen gerade sagen will. Wie bitte? Passt da viel rein in so eine heiße Fritteuse? Na, ich habe mir eine richtig große gekauft, die sich auch dreht. Da passt zum Beispiel ein ganzes Hähnchen rein, das kann sich drehen lassen die ganze Zeit. Du kannst da auch Pommes reinmachen, du kannst da 7-8 Schnitzel reinlegen. Also das ist schon echt top, Alter. Gibt natürlich verschiedene zu kaufen, ja. Und die sind auch nicht so krass toll, wie manch andere jetzt denkt. Da so ist es nicht. Aber die DP hat so eine schlechte ZV. Die DP kannst du auch auf ZV bauen und du kannst die DP auch locker mit dem Mark Skelettgriff spielen. Was ich jetzt nicht habe, ich habe aber nur den Schaft auf ZV gebaut. Ich finde aber, eine ZV ist nicht dringend zwingend wichtig für ein Sturmgewehr. Eine ZV ist wichtig für eine MP. So sehe ich das. Ey, Digga, ey, was ist denn jetzt los? Meine Maus ist komplett ein Fehler. Ich lache hier. Ja, ich weiß, welche Marke ich habe, kann ich dir gar nicht sagen, Bro. Muss ich unten gucken. Ich habe bei dir bei Amazon bestellt gehabt. Ich werde angeschossen, da komme ich mit. Ich brauche euch, ich brauche euch, ich brauche euch, ich brauche euch. Scheiße. Der ist auf dem Dach schon drauf, der Dude. Da ist einer hier oben. Digga! Nee, nee. Wo seid ihr? Ich war da, ich bin zu weit weg. Hamudi, ich lieg unten, Beuki. Ich hab eine Waffe, wenn du mich wiederbelebst, aber musst mich nicht wiederbeleben. Hey, bei mir, Beuki! Ja, zwei, ich bin erst gleich tot. Alles gut. Sag ich ja, Profi. Sag ich ja, Bro. Nach dem Danny, grüß dich, Brudi. Hey, grüß dich, Christian Schlucki. Jetzt kämpfen sie. Schön, Rudi. Let's go, Emanuel, Bro. Immer, Beuker, liebst du doch? Ja, ich bin gleich tot. Ich würde gerade sagen, bist du Morgo? Bin komisch, alle sind gestorben, ja, liebst du. Und deine Buddies, grüß dich, Michelle. Dich raus, um Moin, Basti. Gula. Wenn du verlierst, bist du erledigt. Hilf Boyka, nimm nur, wenn's geht. Kommt von unten rein. Na, wenn Tobi und Alex, Basti, schön, dass ihr am Start seid. Wie geht's euch? I'm down, einer ist noch. Ist insgesamt nur einer am Leben? Dann lass uns hin, Attacke. Dann ist das hinter, komm Digi nur, hinter. Wo waren die genau? Immer noch im Sand. Ach, ich hab nicht gesehen. Leute, ich bin so schön, die waren. Ich schau dir mal neu die Runde, wenn ich das hier nicht. Das Gas breitet sich aus. Ich warte auf euch, auf Beuge eventuell. Zwei ganz unten. Ah ja, bringt mir nichts runter zu gehen. Ich will mich wirklich ein Z krallen. Markiere Sturmgewehr zum Aufnehmen. Ich habe einen 50er Mac drin. Feindliche Drohne ist aktiv. Schoppy-System, die Nutten, Alter, jetzt nämlich rollen. Nabend, Mikey, Brian, Burkhardt, Dominik. Vielen Dank für deine Steine, mein Schluckelhase. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Kilo M13, was sagt ihr? Ja, Kilo M13 nicht für die Map, Bro, halt. Bis 80, 90 Meter, danach geht nichts mehr.
Aber es ist halt deine Sache, also die kannst du schon zocken, aber je nachdem, was du für eine Spielweise hast. Slow, that's safe. Und du weißt ja, die unter mir haben wie eine Krone angenommen, Bro. Okay, ich bin gleich bei dir. Hol mir die Waffen. Ist da eine Scheibe drin da unten? Sind die immer noch da? Ja, unter mir am Haus, ja. Die haben eine Krone angenommen, Bro. War Kiste clear, Bro? Ja. Wollte ich ihn jetzt spielen, die DP habe ich ja gesagt. Kann man denn so spielen schon wieder, Bro? Können wir die ficken von oben oder meinst du eher nicht? Das ich jetzt gleich. Ich versuche auch. Gleich sagen. Silvio, grüß dich, Schnucki, grüß dich, Christoph, guten Abend. Feindliche Drohne ist aktiv. Dankeschön, Burger, mein Schnucki. Immer noch oben am Haus, ganz oben oder wo sind die? Die Nähe ist direkt unter mir. Auf dem Haus kannst du landen. Digga, was ist denn jetzt los? Was war das denn? Ey, was ist denn das? Ey, was ist denn das jetzt hier gerade? Was war das? Hast du gerade gesehen? Ja. Einer ist Shieldbreak. Wo ist der? Ach du Scheiße, Mann. Irgendwo hier. Hier. So, da. Habe eine Position markiert. Bisschen rechts, ja. Kopf hoch, glaube ich. Ich kann keine Platte reinlegen. Jo. Ich weigere mich zu sterben. Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht, ich sehe. Taktische Atombombe ist unterwegs. Eine Nebula 5 Bombe wurde eingesetzt. Ein scheiß Zone, komm, leck mich doch fett am Finger, Alter. Ja. Ich flieg genau da rein, Bro. Und red. Du siehst ja, was passiert, wenn man Angst hat im Leben, Junge, dann passiert sowas. Dann geht man noch nicht tot, Junge. Ich will einfach nur so einen Shop irgendwie mal. Oh, der hat wiederbelebt, der Bastard, der Wichsbengel, Digga. Da fliegt doch schon einer von den Nutten, oder? Nee, ist ein Vogel. Scheiße, Bro, da ist eine Kiste drin, gib mir irgendwas, bitte. Yo, 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 noch nicht. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Da ist eine Platte, aber ich krieg sie nicht. Und hier noch eine Kiste. Komm, 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 komm. Yo, 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 yo. Zu husten sein Mann großer, Alter. Sein Mann. Husten für die Familie, Bratan. Nein, Scheiß, schieben wir da nix mehr, oder was? Nix. Egal, ich hol ihn noch, Digga. Ich geh da drauf gleich wie ein krankes Superangehen, Junge. Ich fick die weg, Mann. Ja, wo ich die Kiste, Mann, Alter. Das ist nicht auf die sitzen, Junge. Ich hol die. Ich hol die, Alter. Ja, die sind bestimmt noch links. Da haben wir eigentlich zwei Kisten, oder da muss eh eine Kiste. Guck mal hier. Cash. Zwei. Dann werden die anderen Wichser da auch hinfliegen. Jo, jo, jo. Da oben wieder einer runter gerade vor mir. Oh, 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 ja, ich drinne da. Da ist alles drin. Ich hoffe, du husten, dann frierst du uns doch. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, das war nicht Gunner, das war Runner. Da stand Runner da, Digga. Alter, was für ein geiler Name irgendwie. Nochmal neu die Runde kommen. Das wäre absolut eklig gerade. Gut, ich bin mal raus. Und da ist alles klar, liebe Grüße an die Frau, mein Guter. Schön, dass du da warst, Bro. Ich bin Arbeit noch. Nudelsalat mit Bockwurst. Yummy, yummy. Yummy, 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 yummy. Vor 30 Minuten Feierabend gemacht, 35 Hektar fertig gemacht, mit Bodenbearbeitung, sonst alles fit bei dir. Jo. Vor 10 Minuten angefangen zu streamen, Bodenbearbeitung, 38 Hektar Feierabend gemacht, Glatzkopf geschwitzt, T-Shirt umgezogen, mit die Latte angemacht, nochmals Gesicht gewaschen und den PC angedrückt, Bro. Ich bin dabei. André, grüß dich. Mach die Hacks, die Hacks aus, Hacks aus. Gehackt ist aus, Bro. Grüße zurück. Hat sie eben gehört. Sehr schön, Janni, Digga. Sehr schön. Denn euch noch einen schönen Abend, Chantal. Und Janni, liebe Grüße nochmal. Und Grücke, gib mir so einen kleinen Drücker von mir. Alex, schön, dich zu sehen. Kati, danke schön. Freue ich mich sehr. Grüße dich, moin, mein Freund. Mensch.
Bin gleich wieder da, mal kurz gucken, was unten noch im Kühlschrank liegt an essbaren Sachen. Und dann hole ich mir meinen Gin, der muss ja kalt sein, muss ja erst mal im Kühlschrank stellen. Auf Einsatz. Zeit, sich bereit zu machen. Feindlicher Soldat in der Nähe. Genug Training. Jetzt bekämpfen wir den echten Feind. Nur ein menschliches Teil. So. So. Zeig ich mal hier, Manos. Willst du wieder umtauen lassen? Okay, Dudes. Okay, Dudes. Der Verwalter. Bin unscharf. Bin ich zu langsam mal scharf hier von der Kamera? Hallo, jetzt geht's wieder. Jetzt ist es gleich wahrscheinlich wieder scharf, wenn ich meine Hand davor gehalten habe. Ja, unscharf meine ich. Ist der Fokus jetzt noch da? Ich weiß es gerade nicht. Scheiße, ja, wird schon da sein, Leute. Okay, danke schön. Mach den Streamer aus, du Stream Sniper. Let's go, let's go, let's go. Gab's schon einen Win today? Ich glaube heute nicht. Es gab zwar wieder Runden mit High Kills, aber einen Win gab's heute noch nicht. Der Win kommt jetzt. Wir haben einen zweiten Platz rausgeholt, Digga. Nee, sind einen zweiten. Heroes, oh what? Ist keiner wieder am Start oder wie? Naja, nö, ich hab einen rausgeschmissen, weil ich keinen Bock hatte auf euch. Natürlich war keiner am Start, Schnucki. Ich dachte, wir haben sonst kein Trio am Booty. Ich liebe es zu lachen, zu leben und zu weinen. Gusti, sag mal jetzt Bescheid. Kommst du in die nächste Runde hier bei uns mit zusammen rein? Ansonsten werden wir... Oh, was ist das? Rot? Ach, unten haben sie angenommen, bei Powerplay wahrscheinlich. Oder sind welche mitgeflogen? Nee, da waren welche. Also, ja. Alles klar. Kannst du bitte. Ja? Danke, ciao. Oh, jetzt ziehst du mich übelst hart gerade. GG. Machen einen guten Junge. Schön, ich stell mir mal vor, Spezialistenbonus wäre gerade drin gewesen. Boyki, der nimmt mal ein Problem zusammen, alle beide, Brudi. Oh, rot! Bro, du bist rot. Du bist rot, Diggi. Jo. Wir alle mal zu Boyki. Ich brauche eine Waffe, Digga, eine Pistole. Okay, ich habe einen Z in Green. Dort ab hin zu Boyki, hin zu Boyki. Warte mal, ich werfe Dinger hier. Ich komme hier nicht raus, ja, Bro. Geil. Digga, was ist das denn? Das ist ein volles Team da. Meine Fresse, Alter. Willst du aus dem Fenster rauskrabbeln? Mitglied wurde in den Gulag geschickt und kämpft, um eine Chance wieder eingesetzt zu werden.
Ja, ist ein Geek. Dein Teammitglied ist gestern im Kuhlein. Das sind, glaube ich, zwei Teams. Die glaube ich auch. Eine in die Häuser. Ich. Advanced Shot! Ufer! Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Ach was? Warte mal. Seid ihr jetzt gemacht? Ihr habt mich gewonnen, schon sniped oder was? Das Gas ist hier auf den Fersen. Dein Team hat den Kampf verloren und kehrt zur Basis zurück. Ja, die wurden angeschaut im anderen Team, glaube ich. Zwei Teams waren da. Ach so, wusste ich nicht. Ich habe Auffüllen gefunden. Jetzt würde ich ungern sterben, Alter. Alter, bei der Tankstelle. Ein Team geht schon zur Kiste. Die holen ab jetzt. Ich kann nicht wieder kaufen, du sagst nichts. Bin ich auch gleich kaufen, alles gut, wir müssen noch ein bisschen looten. Aber du wirst nicht kampflos aufgeben. Du hattest keine Platten drin, ja, das ist mir klar, dass ich keine Platten drin hatte. Geht darum nicht darum, dass er mich geschossen hat und ich geschoben, sondern dass er mich getroffen hat. Darum geht es mir einfach nur. Wir können Beuke holen, ich loot bis noch schnell zu Ende hier. Zwei Häuser. Ja, ich hab 200. Bei der Kiste sind die gewesen, schon die zwei Teams. Muss hier kurz noch zu Ende looten, bevor ich hier wieder herlaufen muss. Ja, Geld kannst du behalten, Bro. Ich hab das Geld zusammen, Schnuckelhase. Ja. Mir dein Geld nicht, behalte ich Scheiße. Oh, was hab ich jetzt gemacht? Der liegt ein STG im Blau. So, dann müssen wir gucken, dass wir da mal zur Kiste kommen. Wir können gleich von oben gucken. Die scheiß Kiste hier noch holen. Hier liegen noch Schilder, wenn wir einer braucht. Ja, willst du den noch machen? Welchen? Den, ja, könnten wir noch machen, ja. Können wir eigentlich machen, eine gute Idee. Ich hol jetzt erstmal Beuge. Vorratskiste bereit für die Abholung. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne haben die raus. Mein Gott, mach doch da einfach drüber, Junge. Alter, die Typen da liegen lassen oder was, Junge? Hier sind meine Plattenkiste. Kennzeichne Panzerung. Ja, das sind drei Loadouts. Okay, dann lass sie sein. Lass uns die Lupe machen, können wir eh gleich einkaufen, Böcki. Nach der Lupe können wir safe eh einkaufen. Warte mal, kannst du gleich mal warten, kannst du gleich zur dritten Lupe fliegen, wenn du willst. Ich will gleich einen Rucksack rausholen. Ja, mit dem Rucksack war ein Spaß, verpiss dich da. Spaß geht drauf, hol dich einen Rucksack, komm. Hol dich einen Rucksack, komm direkt einkaufen danach. Wir müssen aufpassen, wenn wir mit Ruhe aufhören, kann sein, dass die zu uns kommen, Leute. Okay, steht mein Geld raus. Oh no. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Wie après? Die waren bei Power Plant. Okay, okay. Da können die aber links moven oder was? Und vielleicht leben die Leute so ab, man weiß es nicht, man munkelt. Aber ich glaube, die Typ mit dem 48er Mac, die macht, glaube ich, doch auf jeden Fall Sinn, die ist echt gut. Müssen wir mal. Oh, wir haben eine Kiste gekauft. Wollen wir uns Gerda draußen oder Ghost denn? Ich bin Ghost. Okay. Jo, dann nehme ich auch Ghost. Dann nehme ich Gerda. Scheiß drauf, ich werde drauf scheißen. Und ich werfe die eine Granate noch vor. Ja, wo soll ich es kann. Ob wir das schon mal sehen, weiß ich nicht. Wissen nicht so, dass wir kommen, aber. Ach shit, happens. Hier aufs Dach erstmal drauf, glaube ich. Das Gas kommt näher.
Die laufen, glaube ich, da hinten rum, bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wo die sind, Leute. Versuche über rechts so ein bisschen zu gehen. Snipen irgendwo. Hier vor mir. Ja, da vorne ist einer, ja. Shipwreck. Life Market. Ich seh die zu euch laufen, Leute. Ich bin ein bisschen weiter weg. Ich seh die zu euch laufen. Da kommt einer zu euch gelaufen, Leute. In die Halle hier rein. Hier drinnen rein, Orange Marker. Hab ich. Goodies. Alhamdulillah. Dankeschön, Kati, für deine Sterne, meine Kleine. Vielen, vielen Dank, Mäuschen. Freue ich mich sehr darüber. Vielen Dank für deine Spenden. Dann kriege ich echt den Letzte, der Rucksack gekriegt, bin ich in der Firma, Alter. Leck mich doch am Arsch, Junge. Lecko mio schmacko fatzko. Aber habt ihr euch verdient, den ihr abgeschossen? So ist das Prinzip hier bei uns. Oh, das ist wieder mega geil gemacht. Der Gin kommt noch rein. Du solltest den Gin noch rein, hab ich mal gesagt. Ich hab auf Timmy aufgepasst. Wo soll ich denn den Gin her haben, Alter? Ich klopf dir einer hin. Was mach ruhig, Babychen. Mach jetzt Jalla! Ich will den Gin! Bist du aber? Ich bin so verliebt in dich. So verliebt in meine Waffe. Meine Waffe. Und ich würde am liebsten Herbert Grönemeyer nachsingen, Alter, wenn ich voll bin. Jodi, Alter. Was? Was? Am liebsten Herbert Grönemeyer mal singen, wenn ich voll bin. Ich glaube, ich könnte das gut. Spaß, Mann. Die spielen? Ist der kühl? Nein, deswegen hast du Eiswürfel bekommen. Ich bin gerade erst nach Hause gekommen. Gurkenscheiben, kann ich da davon reinhauen, denn Gurkenscheiben gehören in den Gin rein, Baby. Ja, dann machst du es. Kannst du mal ganz kurz, hast du die Zeit noch? Nee. Nicht wirklich. Na, okay, dann ist egal. Dankeschön, mein Teuerster. Was ist denn jetzt der Plan, Guys? Ich hab mich gesippt. Und der Mensch ist Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt. Okay, let's go, dudes! Nein, ich bin kein Alkoholiker. Da unten sind die, ja? Ich bieg da hin, Bro. Oh, habt ihr alle geholt schon, oder was? Einer wurde gekauft im Shop. Das ist ein anderes Team denn, oder was? Ja, das sind zwei Teams. Da drin ist noch einer. Alex. Oh, grün, okay. Ich mach Totenstille an. Der snipte vorhin. Okay, Bro, ich hab da so eine Idee, wo ich von reinkomme. Hä? Hier ist keiner. Da kommt einer runter. Oh mein Gott, you're a scumbag. Taktische Atombombe ist unterwegs. Wo ist denn der Bro? Das ist über mir, oder? Der ist tot, über dir, auf dem Dach war. Ja. Und der Mensch ist Mensch. Sollen wir das Fragezeichen? Baller nicht um 12 Uhr, aber 13 Uhr ist schön, okay. Das können wir machen, klar. Dann kriegen wir ja auch immer in der weiteren Drohne irgendwas, wa? Wenn wir noch eine Drohne kaufen, könnten wir auch noch Leute denn da. Ich leg jetzt raus. Musst du langsam mal mit Henriksen da hingießen. Erstmal wird die Stulle hier essen. Warte mal kurz, ich leg mich mal kurz hier oben hin, ganz kurz beschützen, bitte. Nebula 5 Bombe in Sicherheit. Der beste Gin überhaupt ist Henriksen Gin, Freunde der Nacht. Ja. Ist einfach Fakt. Preis-Leistung ist ja auch mittelmäßig im Bereich. Digga, der riecht geil. Was der ist der Auftrag? Gasmasken mitnehmen. Oh, Digga, der riecht so sexy, der Henriksen, Digga. Was war das? Wir haben gerade keinen. Keine Ahnung. Nee, hier ist nichts gekommen. Ich hab's angenommen. Das ist eine Schweinerei, Leute. Also, was die mit uns machen, ist eine Sauerei, Leute. Muss man um einmal mal klauen, deutlich sagen. Da ist wieder einer gekauft worden, aber ist hinten. Mach mir doch keine Angst, Junge. Ab zur neuen Sicherheit. Mein Gott, ich trinke den Henriksen natürlich pur. Und brenne mir die Fresse weg. Hey, immer mit Schwepps, mit Tonic Water. In Richtung Shop. Ja, kann man gleich machen. Ich will bloß ganz kurz. Ja, ich bin gleich da, Leute, gleich da.
So, wollt ihr mich in Druck machen oder was? Nee, nee. Alter! Aber ich würde gerne Kills machen. Ja, komm mir doch gleich ab. Komm mir doch gleich. Jetzt doch meinen alten Mann nicht immer. So, Papa ist da. Alles gut, wir können jetzt Kills machen, Volker. Let's do it! Soll die Drohne eigentlich gekauft haben? Rausgehauen schon oder was? Ja. Nee, nicht. Achso, ich will gerade sagen, Alter, leck mich doch, mach doch keinen Scheiß mit mir! Bros! Roger, mein Schnucke! Vielen, vielen Dank für deine Sternenbrötchen, freue ich mich sehr! Haben nur die Brudi Watcher und Kambodscha! Wenn du Bier brauchst, hab Bescheid, alles gut, Bier hab ich zu Hause, Brudi, brauche ich nicht. Heute gibt's kein Bier, heute gibt's Gin. Ach, das ist der Auftrag, okay. Das ist der Auftrag? Also der Zeitlupenauftrag oder was? Das ist jetzt. Das ist ja witzig, Alter. Das ist nicht ein Dünnschiss. Wie sollen wir da jetzt noch hinkommen? Ein Auto irgendwas am Start? Wir haben einen LKW hier stehen. Ja, lass den ablaufen, den wir meist gesucht danach. Da kriegen wir aber einfach eine Drohne, Digga. Aber müssen wir nicht machen. Wir können ihn ablaufen lassen, wie ihr wollt, Leute. Dann lass mal ablaufen, komm. Ja. Warten wir jetzt hier. Ausrüstung markiert. Hier ist die Paprika. Im Krieg, okay. Kopfgeldziel bestätigt. Beeilen wir uns. Auftrag gescheitert. Deine Zeit ist abgelaufen. Was sind denn die? Ey, wo war denn der Prezid? Hier war er da. Da drin raus. Unterwegs. Willst du uns nicht abholen oder was, du Tellerwäscher? Bleib mal locker da. Ist abgehoben. Was denn das Wort ist? Er ist abgehoben, der Brudi. Was los jetzt hier? Läuft. Oh. Das ist der gekämpft. Der fliegt, Bro. Wo ist der andere Dude? Der muss jetzt hier oben runterlaufen. Die laufen hoch. Einer auf dem Berg drauf. Was? Auf dem Berg? Die sind doch vor uns, Digga. Sind doch hier. Ein Team war auf dem Berg. Das ist aber nicht der, das sind Kinder von uns, aber Digga. Das hat nichts mit uns zu tun, glaube ich. Digga, wo läuft der denn, der Dude? Ach, hier unten läuft er. Shipbreak. Ja, sauber! Jo! Da ist noch einer unten, Leute, hier! Ja, genau. Ich bin nicht von der DP. Das sind deine Freunde vom Berg da oben, wa, Bro? Oben vom Berg hier. Koordinaten erhalten. Die DP, die verzieht ganz schön, Alter. Die kommen runter zu uns, Leute. Die kommen zu uns runter. Ich brauche Hilfe, Leute, die ficken wie sonst. Leute? Ich mach einen Prez. Habt ihr keinen Luftschlag oder irgendwas? Ja, hab ich schon drauf. Too late, Bro. Ich bin tot. Schade. Ja, ja. Kannst du nichts machen. Was ab denn oder so? Du bist jetzt im Gulag. Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden. Kämpfe dich raus, um zur Front zurückzukehren. Wenn du verlierst, bist du erledigt. Kämpfe dich hier raus. Ach komm. Die geht schon klar, Gusti, wenn du im Moven bist. Bitte? Nee, ich meine hier Gusti mit der ZV da gesagt. Tag, Volker. Das Gas breitet sich aus. Ach, Thomas, Bombe ist auch cool. Bombe. Na, Sani, dann mal gute Besserung, mein Guter. Grüße, Patrick, Martin. Lass mich kaufen, Volker. Ja. Er will aber nicht, glaube ich. Aber hier ist jemand. Nee. Oh. Da bewegt sich was. Sind die bei dir, Volki? Ja. Wo? Irgendwo bei diesen Häusern da live marked rot. Oh ja, ist doch gut. Hier ist er auf dem. Hier ist er, hier ist er. Zur Zielposition vorgekettet.
kann weitergehen. Hab ich noch Platten? Dann müssen wir mal. Oh. Von wo sind jetzt noch? Digga, von wo treffen die mich denn, Bro? Ey, von wo treffen die mich denn, Mann? Von überall, Mann, ihr Nutten, Junge. Ich bin für dich da. Ja, jetzt bin ich. Ach, nee. Job, wenn du kannst, in deinen Karten. Ich hab Volker, ich esse gerade. Martin, grüß dich. Ballern, ballern, nicht um 12, aber 13 Uhr ist schon okay. Ihr allein, zwei, ab 13 Uhr ist schon okay. Ein Glas Yamazaki. Nicht um 12, sondern 13 Uhr ist schon okay. Rudy! Zu den Waffen komme ich nicht mehr. Ne? Da ist noch eine Kiste vor dir nur. Ja, ja. Könnt ihr mich kaufen, Jose? Ich könnte mich kaufen, Baba. Geil, frisches Bäckerbrot. Unterwegs. Kontakt. Der pusht dich, der pusht dich. Hinter dir! Das Miststück ist erledigt. Wer ist noch einer? Das Brotstück geil! Ah, hier, ach, komm doch, du Camper! Hinter dem LKW, dieser Volker. Nein, Gurke, Scheibe Gurke, Janni. Ich hab mein Döner heute bekommen, was denkst du denn, Dobi? Du sollst ein blaues kriegen, großer. Danke dir, Kadi. Den zweiten LKW, den zweiten. Ja, Rest vom Loadout, den LKW war ja da. Volker, mach die Zange, mach die Zange! Ja, das ist so ein Hecke. Hier aufs Dach drauf, du kannst aufs Dach drauf gehen. Rechts auf die Hecke und dann hinter dir aufs Dach drauf. Mhm. Ist weg, oder? Liegt ein Rucksack, du hast Platten, achso, das Garage, ja. Ach Gottchen, der Arme, Alter. Ja, gut, ja. Musst du den so demütigen, Alter? Nein. Ach. Ach. Da du bist gestorben, bin ich auch nichts mehr. Und links an die Seite. Ah, sah so grau aus, ja, weil es auch grün ist, wie ein Greenscreen. Das sieht immer so grau aus, Digga. Das ist wie wenn ich euch was Grünes. Und jetzt, wo war der da? Guck mal, es ist wie ein grüner Deckel hier. Guck mal, der ist auch grün. Rechts ist noch eine Kiste im Zelt. Mhm. Rechts, rechts das Zelt, rechts neben dir. Rechts, 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 rechts. Genau da und dahinter noch mal eine, genau wo du hinrennen wolltest gerade. Jo, es reicht sogar, Brother. Ja, genau vor dir schießen die auf den, hast du gesehen, Brudi? Thank you. Was sagst du? Ja, gerne. Was? Teewurst! Jo! Oder diese andere Wurst, die mal guckt, das Glas da! Ja, Digga, ich komm nicht mehr. Sagen die noch Waffenbeuge irgendwo? Einen hab ich jetzt auch noch. Was? Na klar. Das Gas weitet der kriecht da, Digga. Hier ist da hinten ist einer Beuge hier. Der ganz hinter der Mauer liegt. Der ganz hinter. Oh, Digga, ich war fast abgesniped. Bro, ich habe keine Platten hier drin, Digi, Alter. Hast du irgendwas für mich da, oder? Ja, ja. Ein bisschen mager aus, die ganze Kacke hier. Schnappt euch die Panzerung! Thank you very much, Bro. Ich komm von der Seite da. Ich habe keine guten Waffen, Brudi. Da vorne liegen. Ich habe die genommen, aber die sind jetzt nicht die besten, obwohl die NZ geht eigentlich, Bro. Am LKW hier vorne liegen noch ein paar. Wo war der Volki? Gute Hits gekriegt, der Dude. Digga, was? Der eine Typ hat mir ein Handy gegeben im Jumpen, Alter? Oder die Car gespielt, Level 2. Was?
Leck mich doch. Schade, Alter. Gutes Spiel von dir, Wolke, Junge. Ich hätte mal wegen der Promille machen, wenn ich den Stream starte hier wahrscheinlich. Mehr von. 8 Kills, der Typ. Ja, ich hätte auch für die Schweizer nochmal zocken, Alter. Hat der andere für Kills? 13, 9. Schade, Alter, Junge. Was sind das für eine Crew hier? Du merkst halt wieder, Digga, dass das sind alle Stammteams und wir sind halt so ein kleiner Wirbel da auf, leider Gottes. Oder vielleicht das neue Stammteam. Guck mal, wer reinkommt. Warum habe ich hier irgendwas bei eBay offen mit Lumenbänder? Kann mir das mal einer sagen? Was ist das für ein Dinsch ist? Wie kommt das zustande? Kann ich nicht aufgerufen, den Scheiß. Hab ich nicht aufgerufen. Nicht aufgerufen. Abend. Nabend. Grüß dich, Andreas. Ein bisschen heiser. Wo soll ich die jetzt hinlegen, mein Schneckel? Auf dein Brettchen. Ah, ein Gabel ist nicht, dann bin ich mit Löffel. Danke für meine Prinzessin-Erbe. Rosalie Erdberg, danke dir vom Herzen. So muss es sein. Was? Die Blume? Deine Mutter sich gefreut, wa? Deine Mutter sich gefreut, dass wir eine Blume gekauft haben. Ja, ist doch geil, Alter. Nur für deine Mutter, weil ich sie so liebe. Wo soll Gunner sein? Das sind Supporter Games. Das kann doch nie da, Bro. Neues Hobby Loom, natürlich. Viel Spaß. Danke, Noah. Kuss geht raus, Schnucki. Tschüss. Ciao, ciao. Na, Beuger, das Schiss kommt gut. Wir kommen noch, wer ist denn da drin? Marcel? Firefighter Beuger muss auch leider gehen. Ah, das tut mir leid. Eigentlich nicht, aber egal. Ciao. Nee, Spaß muss sein. Komm rein mit euch. Let's go. Schön, dass ihr da seid. Attacke. Wenn die Runde nicht zu schnell vorbei ist, bin ich danach auch dabei. Oder darauf die Runde. Gerne, weil deshalb freue ich mich drauf. Nice. Rein mit dir. Melle kann auch gerne kommen. Wäre nichts ohne auch am Start, Kati. Du hast heute Vormittag schon mal mitgespielt, Kati. Deswegen bist du nichts ohne wahrscheinlich nicht am Start. Weil die anderen den Vortritt kriegen. Naja, das ist ja nicht so, wie sie nicht böse meint, aber. Ja, natürlich ist alles fit, aber Eierhals, das ist mein Wort, Bruder. Ihr musst erst mal fragen, ob du überhaupt sagen darfst, weißt du? Wie geht's dir, Kutscher? Bei mir ist auch alles fit. Ja, freut mich zu hören. Ah, das ist schön zu hören. Ich muss nur ausnutzen und dann kann ich nicht mal zocken. Warum nicht? Na, dann beginnt ja die Ausbildung. Ah, achso, naja, kannst du nicht mehr zocken. Das übertreibt dein Leben nicht, Digga, Junge. Du musst doch nicht irgendwo bei den München bei dir treten. Beruhig dich mal ein bisschen großer. Danke für das Kompliment, Jani. Ich habe kein Internet auf dem Betrieb. Willst du auf dem Betrieb nicht zocken, sondern zu Hause? Oder bist du auf irgendwie Montage-Internatmäßig oder was? Hm. Übt, solange ihr könnt. In Kürze geht es aufs Schlachtfeld. Ja, nee, vielen Dank für dein Kompliment, Bro. Feinde landen im Einsatz. Ich hau einfach mal eine Melone in das Wasser rein. Mein Gin. Vielleicht schmeckt das in der Melone. Also auf dem Betrieb wohne ich ja. Und da ist kein Internet so groß. Du wohnst in einem Betrieb? Genau, also ja, immer. Der Betrieb hat so ein eigenes Wohnheim. Ach, ein Wohnheim. Ja, so lange, wie die Ausbildung geht erstmal. Ach so, hast du keine praktische Prüfung? Ist ja auch da vor Ort? Genau. Oh, die das ist natürlich heftig, oder? Das ist auch alles vor Ort. Das ist am praktischen Zeit Maschinenführung. Also ich muss einen Trecker fahren, Maschine an- und abkuppeln. Und dann eine Weide einzäunen. Okay. Das ist ja natürlich schade, Digga. Die Schule ist ja in Salzwedel. In Salzwedel, Digga, da kannst du auf jeden Fall gut wählen. Da war ich auch schon mal gewesen, nicht schlechter. Das ist natürlich scheiße für dich, Christoph. Ich habe damals auch im Senat immer mit meinem Handy Hotspot gemacht. Das ging immer relativ gut. Ich hole mir ja einen neuen Handyvertrag mit unbegrenzt. Und Christoph! Genau so, Christoph, und nicht anders, Großer. Lass dich da nicht verarschen, Junge. Handyvertrag, unbegrenzt, renn ins Vergnügen, nimmst den PlayStation mit an deine Jutta oder deine Xbox. Lass dich nicht ermutigen. Ich hab die Oma im Zimmer aufgestellt. Aber glaub mir, in der Naht damals war so, keiner hatte keinen. Erstmal komisch, kacke, wollte ich gar nicht hin. Und am Ende irgendwann, Digga, du kommst nicht zum Zocken. Du machst Party, du isst zusammen mit deinen Kollegen, Abendbrot, alles. Das wird cool, glaubst du mir. Das wird richtig, richtig geil werden. Das kommt doch direkt raus, Leute, oder? Na, wir sind da 6 Auszubildende und kommen alle in einer Klasse. Also
Ja, aber generell, du kommst ja auch mit der Nahen, wie ich wahrscheinlich damals war, da sind ja Haufen Leute. Und dann gibt's ja Doppelzimmer, Einzelzimmer, Viererzimmer. Digga, wir haben nur Scheiße gemacht. Nur. Richtig jeden Tag, Alter, zusammen Abend gegessen, zusammen Essen gemacht, Salate gemacht, einkaufen. Am Anfang ist natürlich blöde, man kennt keinen, aber das geht relativ schnell. Da hast du dann zwei, drei Kumpels am Start und dann hast du da mehr Party als in deinem ganzen Leben überhaupt, Alter, was wir sehen. Darf man mitspielen? Warum sollst du nicht mitspielen dürfen, Patrick? Na klar, Moni, freu mich auf dich. Nur aber, solange wie du Toni nicht mitbringst. Ist keiner mitgekommen, oder? Wir sind nicht. Ah, weiß nicht, irgendwie hat sich viel einer bei mir im Haus drin. Man will mich rollen? Ich hier woanders hin, komm. Ich hier woanders hin. Zwei Leute im Haus, das macht mich kaputt. Das macht mich immer nicht kaputt, Leute. Stimmt gar nicht. Einer. Du dummen Sack, Alter. Pass mal auf, Mama. Ich mache dich Koma, Großer. Ich mache dich Koma, Christoph. Let's go. Du, ich habe eine Bunkerhütte gefunden. Eine Bunkerhütte gefunden. Wir haben schon 5-8. Let's go. Halt schon, Legende, Chris. Das ist schon, Digga, du bist immer nur ein Chrissy am Stänkern, Mensch. Lass ihn doch mal in Ruhe, Mensch, den Arm. Genau, lass mich in Ruhe. Hatte ich und auch, und da gibt's eine Playsy to go. Naja, meine ich ja. Sowas gibt's tatsächlich. Sowas gibt's tatsächlich. Hier ist eine Bunkerkarte, ey, Digga, die Runden ist für den Supporter immer einmalig. Und du, Assi, nimmst Most Wanted, die verstehe ich echt nicht, Alter. Also, Christoph, lauf mal in die falsche Richtung, Rose, kannst du glauben. Da brauchst du nicht so ins Loben jetzt. Nicht mal eine Platte gefunden, ihr Lappen. Jetzt hat er mal eine. Die haut er sich wahrscheinlich wieder nicht drin, weil das vergisst der Kloppi. Siehst du, hat immer noch nicht drin die Platte. Ey, komm, Christoph, lauf mal in die andere Richtung jetzt, so großer. Lauf du mal woanders, sag ich. Geh mal. Wie ist da drinne? Wollen wir Bunker? Wir können einkaufen, Leute. Wir haben aber keinen Job hier, oder? Lass mal Bunker runter rein. Lass mal Bunker rein, da kriegen wir bestimmt so einen Job gefunden. Mobile WLAN-Box, easy. Gigacube von Vodafone. Hatte ich auch gehabt, Digga. Für mich war das ein Drecksvereiniger, nur rumgemacht mit den Wichsern. Sorry, natürlich. Sie Wichser. Aha, no risk, no fun, hat er sich hinter. Ey, früher, das, aber das ist nicht schlimm, das ist auch auf mir oft passiert, Digga. War bestimmt nicht mit Absicht, oder, Christoph? Nee. Dann meine ich, das passiert halt, das ist natürlich scheiße, wenn wir sterben. Alle, danke, Christoph, in den Chat rein. Gar kein Problem, Leute. Das kann ich mal aufmerksam können. Das Game, würde ich gerade sagen. Aber jetzt ohne Scheiß, Digga, dieses Null-Legende Christoph, Digga, irgendwann nervt es halt einfach ab. Lass dir noch einmal sein Game zocken. Bedrohung ist orange. Haben wir irgendwie Essmin oder so ein Dünnschiss? Nee, nee. Nee. Der ist rot, wir müssen abwählen, wir müssen abwählen. Wir gehen nicht in den Bunker rein, wir müssen abwählen. Macht keinen Sinn, wenn wir darin latschen jetzt, Alter. Macht absolut keinen Sinn. Die kommen jetzt eh. Ja, selbst über mir. Oder? Nee, doch, warte mal. Der Feind sprengt über dem Gebiet. Doch, die kommen. Warte mal, lacht da irgendwo noch so ein Schild rum. Hier lag ein Schild und stehe ich hier auf, Digga. Ja, die kommt. Steps. Über uns, close, über uns. Ich brauche hier jetzt. Stehen hier alle. Alle hinter dir. Aber die sehen uns nicht. Die denken, dass wir looten, Leute. Stark gemacht, Leute. Ganz, ganz starkes Ding. 600 Schaden gemacht. Habe ich einen Kill. Wie viel haben wir gemacht, Maus, ey? Ich hab nicht. Ich hab nicht viel gemacht, Bro. Ich hab 2 Kills. Gönnung, Digga. Ich hab mich nur versteckt, Digga. Hab keine Aiming gehabt gerade. Ich bin absolut ungeaimt gerade. Aber absolut. Digga, ich bin so ein ekliger Hund, Digga. Ich schlapp alles weg, was hier nicht auf dem Baum ist, Junge. Zu glauben. Dann lass uns mal Dings oder was, Guys. Kiste kaufen. Haben wir einen Job gefunden, Mobilen irgendwie? Nee, nee. Nope. Ey, wir haben also 60. Ja, dann ist doch nice, dann hoch da. Also ich hab einen. Weg mit euch. Weg mit euch. Alter, mit uns nicht. Riesen nicht. Ey, geh zu da oben, du Lappen mit deinem Holzbein da unten, Junge. Ey, der Metallknüttel, den dreh ich dir um, das Ding, löst rückwärts. Nee, durchziehen, ne? Zone kommt. Oh, yes, yes. Kannst du nach vorne schmeißen, das Ding, oder haben wir da einen Job irgendwo? Ja, mach ich. Ja, nach vorne, das Ding. Nochmal am Gin nippen in Ruhe, da läuft sich auch besser. Nochmal Prost, Leute. Ich hol einen Prost. Und drunten direkt raus, bitte. Legt nochmal Geld raus, könnt ihr nochmal Selfie kaufen. Liegt noch ein bisschen Kohle, teilt ihr euch auf ein bisschen. Hast du das Selfie gekauft? Ja, nice. Drohne kannst du direkt. Ich klopp meine Drohne raus, alles gut. Ich hab's noch eine, ne? Ja, du hast die rausgehauen. Das sehe ich aber gar nicht. Ja, also jetzt, okay. Warte mal, legt doch nicht euer Geld mal. Hey, Timmy, wie siehst du denn aus?
Wie bist du denn aus? Komplett Matsche. Okay, ja, ja. Ich leg dir nochmal. Ich kann gleich mal Geld das nochmal auf. Das ist Andreas. Komm her, Andreas, zu mir. Das ist jeder 3000, wie gesagt. Hier. Marcel, geht auch noch ein bisschen Geld. Und Christoph auch. Ja, Christoph. Okay. Christoph hier. Ein bisschen so langsam, Christoph, Junge. Hier, komm her. Nimm mal die Kohle noch ein bisschen. So nochmal. Du hast ja eh 3000 gehabt. Das Scheiße, ja. Prost, ihr Lieben. Haben wir jetzt noch eine Drohne mit? Ja, ich hab meine mit, Bro. Ich hab Pretty. Hallo, wo rechts waren eben Points drauf. Schnullabille. Schatz, wie lange dürfen die Kinder draußen bleiben? Bah? Er hört wohl nicht, Alter. Na, wenn Chrissy, Prost, mal die Namen, René. Heute Morgen warst du noch am Weinen, dass sie dir die Kills geklaut haben. Dass sie mir die Kills geklaut haben? Heute Morgen? Wie meinst du das? Hä? Am Weinen, dass sie mir die Kills geklaut haben? Ah. Die haben mir die Kills geklaut, Bro. Ist ja nicht so schlimm, da regt sich jeder drüber auf, was normales, Leute, mittlerweile, hä? Wir freuen uns schon darüber, wie Marcel selber sagt, dass er mehr Damage hat und weniger Kills. Das ist ja ganz normal, dass man sich auch mal drüber aufregt. Und man fuckt das ab, Alter. Ghost oder gehabtet? Ich hab Geist genommen. Ja. Alex, AMG oder Mercedes? Willst du mich verarschen oder was, Gusti, Alter? Du bist immer auf die Schnauze, wenn er so dumme Fragen stellt. Ich hab mal Drohne raus, wenn wir eine neue. Boah, wenn man das Flugzeug nicht mehr rüberkacheln damit oder was, Alter? Könnt ihr euch auf die Scheiße da links und rechts rufstellen? Ich flieg da jetzt hin, Alter. Will er mitkommen oder nicht? Warte. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone wird markiert. Stell dich auf die Flügel drauf oder klettert rein, da. Wir landen auf dem Dach, geht raus, geht wieder raus, wir landen auf dem Dach bei denen. Geht raus. Die sind unter uns. Brauche Aufklärung. Das sind gute Spieler, wo seid ihr denn, Leute? Wo seid ihr? Ah, schade, Millisekunde. Was, wir haben nicht wieder genug Fettbacke lange gewartet, Alter. Wenn du überlebst, muss man mit laufen. Einer ist unten drin. Das sind Geeks, Leute. Das sind Geeks. Die sind gut. Das sind richtig. Die sind nicht ohne. Good luck. Nice. Es waren ja bis zwei. Ich hab den aus dem geholt. Der vorhin war der Typ, der mich gekillt hat. Das war der. Ich hab Team Vibe gemacht. Ja, du hast alle hier unterlegen, Christoph. Du hast alle hier unterlegen, Christoph. Also einer mal sagen, Christoph, ich nur Königende. Christoph hat die Gigs gebumst. Oder was, Chrissy? Vor mit zwei Gegner. Ja, vor mit zwei Gegner. Ach, leck mich doch. Chris, wo bist du eigentlich? Stehst du noch im Haus, oder? Ja, ich steh noch im Haus. Was machst du da, Christoph? Warum gehst du den Marcel nicht mit, Digga? Dein Teammitglied ist jetzt im Gulag. Der dort überlebt. Ja, ach, was. Hey, Leute. Die kommen schon ins Haus gelaufen, der ist unter mir genau, Digga. Schildbeck. Christoph, also die sind unter mir, die Dudes sind unter mir, Christoph, komm! Was machst du da oben? Schüttelst du dir ein oder was, Junge, auf dem Dach? Alter, lecko mio, Junge, ich wollte die pushen, Junge! 950 Damage, nee. Ben, grüß dich, mein Lieber. Gulag. Let's go. Scheiß Blindgranate, Digga. Scheiße. Ja, machen wir nochmal neu die Runde, Digga. Kannst du knicken. Richtig. Aber bitte, ey, das nächste Mal, wenn einer von euch vorgeht, dann geht bitte mit, Leute. Spielt im Team zusammen. Bringt nichts, wenn der einer. Das macht keinen Sinn, Leute, so. Wenn ich einer schießt, Digga, und der andere steht da oben im Haus rum, das ist kein Vorwurf, oder, um Gottes Willen, aber spielt zusammen, redet miteinander. Ey, der raucht einen Joint oder was? Da bin ich doch direkt mit dabei, ja. Meine Freunde. Wenn du einen Joint rauchen würdest, würdest du den Hosen scheißen. Glaubst du mir, Großer? Wenn ich dir eine Tüte drehen würde, wär's das für dich. Ich hab schon mal eine Erfahrung damit gemacht. Ja, ich rede nicht von irgendeinem scheiß Unkraut, ich rede von absoluten, in Holland wie richtig geiles Amnesia, hey, Junge, da ziehst du immer dran, da geht dann auch schon nach hinten zu, wirst du sehen, Alter. Dann machst du gar nichts mehr. Ich hoffe, der hat das, warte mal, was ist das, irgendwo so kriegen? Ach, Digga, Hauptsache gesund! Der sollte jetzt nicht sein. Mal auf Christoph gucken. Bewegung tut nicht weh, ne? Jo!
Sag mal, rennst du eigentlich in dem Spiel oder stehst du mehr, Christoph? Ich liebe dich, Dritter Vielmensch. Lass den nicht unterkriegen, Bro. Ich stichel immer gerne. Mach nochmal neu die Runde. Und jetzt nochmal richtig geil von vorne, Dudes. Aber sind doch teilweise echt wieder Übergeeks dabei, Junge. Ich kann den ganzen Satz nicht lesen, weil ich immer nur mal ein bisschen Zeit habe, drauf zu gucken. Die Kommentare gehen. Und ich habe immer nur 5 Kommentare, die ich sehe. Ihr seht wahrscheinlich auf dem Handy oder auf dem PC, seht ihr wahrscheinlich viel mehr wie ich. Ihr habt auch viel mehr Zeit, die zu lesen. Ich leider nicht. Ich kann mich immer einmischen und ein paar Sätze lesen und direkt meinen Senf dazugeben. Wenn es manchmal falsch ist, dann entschuldige ich mich nicht. Ist halt so, Leute, was soll ich machen, Alter. Ich lese nicht so viel wie ihr, leider Gottes, ihr hübschen Mäuse. Wir werden auch ein Mädchen haben. Meine Frau hat sich nicht mal getraut zu sagen, dass es ein Junge wird. Waren wir alle ein bisschen debri und jetzt Timmy, ich würde Timmy niemals gegen mich enttäuschen, Digga, das ist mein Ende und alles, Junge. Timmy geht über nix, das ist, weiß ich nicht, kann ich gar nicht beschreiben. Das ist so ein tolles Gefühl, Alter, das ist scheißegal, ob Junge oder Mädchen, Mann. Wenn ihr unbedingt Mädchen haben wollt, zieht halt euren Jungen an wie ein Mädchen, dann wird er irgendwann ein Mädchen, auch nicht so schlimm. Da kriegt er schon hin. Ich muss echt aufpassen bei dem Gin und dem Wetter hier, dann geht er hinten los. Schatz! Warum hört sie mich denn nicht? Das Haus ist ja nicht so groß. Schatz! Hört mich echt nicht, Alter. Lass den Patty nicht so lange warten. Du, hör mal zu, ich habe mit den Jungs da eben auch noch eine neue Runde nochmal geschaut, die da vorhin waren. Wenn die Runde so assi verläuft, dann ist das einfach Ermächtnis eines Streamers, die Runde nochmal neu zu starten. Das ist keine bevorzugende Behandlung, die ich hier gerade durchgeführt habe, sondern einfach nur aus Liebe zu den Dudes. Timmy ist der Coolste, dankeschön, mein Lieber. Patrick, auch vielen Dank für deine 20 Sterne, mein Schuckelhase. Vielen Dank für deinen Support, Bro. Und grüße dich, Maurice, ihr süßen Hasen. Egal ob M oder W, Hauptsache ja, so sieht's aus, Stefan, Digga. Hab ich aber auch nicht gedacht. Jeder hat natürlich erstmal, das ist ja gar nicht so verkehrt, man kann ja nicht sagen, ist egal. Natürlich hat jeder erstmal einen Wunsch oder einen Favoriten, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, das ist ja gar nicht so schlimm. Ja, und dann, wenn man denn das eben nicht bekommt, sondern eben, ja, dann ist man, Digga, seid nicht traurig, Digga. Wenn ihr seht, das ist das Tollste überhaupt, Mann. Egal was es wird, das ist das Tollste überhaupt, Leute. Euer Kind wird das tollste Kind für alle überhaupt werden. Egal was es wird, Leute, glaubt's mir. So eine Geburt von Anfang an, Digga. Wir haben damals so viel mitgemacht bei Timmys Geburt. Der wird ja, ihr habt das ja miterlebt, habt euch ja gesagt gehabt, Digga. Das war so schlimm damals für mich, wo der rausgekommen ist und knippelblau, weil die Nabelschnur im Hals hatte. Ich dachte, der atmet nicht. Hat nicht geatmet, nicht geschrien, gar nichts. Das war schlimm für mich überhaupt mein ganzes Leben, Leute. Ich hab das euch mal erzählt, seit 8, 9 Jahren nicht einmal geweint. Ich war auch deswegen beim Psychologen, beim Eltern gefragt haben, ob das gut ist, wo unser Opa gestorben ist, habe ich nie mal da geweint. Und bei Timmy seiner Geburt habe ich geweint. Digga, ich habe gedacht, da passiert nichts. Ich habe gedacht, warum schreit denn der nicht? Warum macht denn der nichts? Dann sind die mit unserem Kind auf einmal los in einem anderen Raum und meine Frau guckt mich an, ich gucke meine Frau an und meine Frau so der Blick, mach doch was, geh hin und frag. Bin ich da hin, Alter, habe ich gesagt, was ist denn los mit dem Kind? Geht's ihm gut? Konnten sie alles nicht sagen, sind rausgehen. Es war so schlimm damals, Mann. Ohne Kack. Werde ich nie wieder vergessen. Lass uns mal Königs heraus hier oben. Aber dicken Kopf geht direkt da. Natürlich, Marc. Hotwheel-Spieße gesehen, dann kannst du aufs Kind schieben. Natürlich, Bro. Wir machen drei Runden. Hast du mal Sonderrecht oder was, du Eierkopf, Junge? Auf der Sonne, hallo, darf ich mitspielen? Nein, du nicht, Marc. Wärst du denn gerne an Alexa gewonnen, Alex? Naja. Weibliche Züge habe ich auf jeden Fall. Deswegen schreibst du mir immer so viele Nachrichten, Manu. Deswegen weiß ich, warum du so komisch bist, Junge, mit deinen ganzen Nacktnachrichten. Da komm ich mit, Leute. Ja? Jetzt komm, schön zusammenspielen, Leute. Ich geh auf den Kran drauf. Weil du so sexy bist, man. Bist du schon mit Vollmark oder was? Dann was ist mit dir los momentan? Ich mach mir Sorgen. Wird sich so enden wie ich, Freddy. Boah, riecht's irgendwie leicht verbrannt bei uns. Alles okay hier im Haus, Teachers? Habt ihr den geholt? Wo sind denn die Wichser? Ja, hab ich nicht gesehen. Wie ja? Was ist denn ja? Habt ihr ihn geholt, ja? Habt ihr ihn geholt? Einen Auftrag geholt. Ach so, meinte das, okay. Ich meine, den Bastard, der. Ich glaube, wir alle ficken hier, oder? Was ist das für eine Scheiße, Mann? Das Kisten, die findet man ewig nicht, Junge. Ich hab ein Fernglas, geil. Ich hab ein Cluster gefunden. Du bist es, du bist der Mann der Woche, Christoph. Let's go. Wir werden nicht vermissen, Christoph. Ich werde dich anschreien und nach dir schreien und sagen, Christoph, wie geht's dir da oben in deiner Bauerngruppe? Ich sage, hallo, warum kein Empfang, Hamudi? Ich lege dir eine Leitung bis ins Dorf, Großer. Kannst du glauben, Alter, ich kümmere mich drum. Ich grabe das Ding selber aus. Ich mit dem Trecker vorbei, ja. Naja, aber hallo, Digga, kannst du das Haus umsetzen bei uns, Junge? Attacke, Junge, Großer. Zum Rasenmähen. Natürlich zum Rasenmähen, zum Umflügeln.
Mit der 12 Meter Armee komme ich. Alles klar, Rudi, let's go. Das hört sich Timmy. Kannst du Timmy sein Puppenhaus wegziehen? Ja, kein Geld hier, Alter. Was ist denn da los? Wie viele Kisten? Sieht man da was? Zwei. Ich hol mir die direkt, Leute. Ja, ist vom Kopfgeld wahrscheinlich. Meinst du es? Hier wollen sie einen vom Kopfgeld? Ja, ich glaube das. Ich spiele Sniper jetzt die Runde mal ein bisschen, ne? Das ist mir ja einfach Spaß haben, worauf man Bock hat zu zocken. Wir haben sich Loadout gekauft. Mhm. Ja, das macht Sinn, da sind die denn, ja. Wollen wir hin oder was, Leute, denn ja, ja? Mal machen. Let's go. Dankeschön, ja, an die Menschen, Schnuckelhase. Weil ich gerade sage, so eine schlechte Alexa wäre ich ohne ich. Alter, Schild weg, der ist am Seil. Verbündeter Clusterschlag ist unterwegs. Was macht der jetzt ein Cluster draus, ist das ein Grund? Wird keiner K.O.? Nice, aber gut Glück. Das ist doch dämlich, Digga. Du bist doch nicht in sauber, oder? Jetzt hier haben sie schon wieder komplett heute geärgert. Bei mir im Haus, glaube ich, drin. Leute, kommt ihr nach, bitte, oder? Ich glaube, über mir ist der Dude. Ich habe ihn gepinkt, das hier bei Marcel. Nice, das war bei einer, nur sind die anderen Dudes. Seht ihr die? Da. Es wurde eine Dicker, okay. Was? Ich hab hier einen K.O. und oben ist einer K.O. Noch einer. Ah, da kommt einer von hinten, kommt einer von hinten. An der Ecke sitzt die gestern noch einer. Der hat sich wieder belebt. Hab alle. Sind alle tot, Leute, scheiße, sorry. Ey, der wiegt man gar nicht mehr durch, was hier gerade was war, Alter. Ja, absolut, ja, richtig. Der überlebt, wird erneut eingesetzt. Dein Teammitglied ist jetzt im Gulag. Der dort überlebt, wird erneut eingesetzt. Ich war da drauf gewesen. Dein Teammitglied hat den Kampf verloren und kehrt zur Basis zurück. Dein Teammitglied hat versagt und wurde zur Basis zurückgeschickt. Du kannst beide kaufen? Ja, ruhig dich da mal ein bisschen. Ich guck doch gerade, ob die Gegner kommen, Bro. Mein Schnuckelhase. Na komm. Danke. Du hast auch noch eine Bunkerkarte. Das weiß ich, Asibubs. Gucken wir mal, ob Marcel schafft. Ja, bringt ja auch Geld mit. Wir haben ja sowieso Geld zusammen für Marcel auch. Danke, Mario. Ach. Sie liegt schon wieder in der Ecke. Diesen Gula kannst du nicht mehr spielen. Legt mal Geld zusammen mit dem Einkaufswagen. Kommt, Leute. Wir Mercy Mercy. Wo ist denn der andere Wichser mit seinem Kopfgeld, Digga? Was? Wo ist das Kopfgeld denn, Digga? Boah, ich glaube, ich fliege erstmal zu dem Bunker hin, wenn wir alle da sind. Denn Leute, lassen die Bunker erstmal looten. Hör mal, ist da gerade ein Gegner runtergeflogen? Bei dir, ihrer Kiste vielleicht? Ich glaube, ja. Ich gehe mal hin und gucken. Leute, holt doch mal Marcel wieder, Leute. Spreche ich kein Deutsch, Hambudi. Let's go. Na, wie lange? Digga, ich hab das vor 10 Minuten gesagt. Da schreiben wir uns immer noch im Haus rum. Recht ist der Shop, Christoph. Let's go, Rudi. Gib ihnen alles. Ja, alles, was du hast, Junge. Gib alles, was du hast, Großer. Ausgang suchen, richtig die Scheibe durch mit deinem Körper, Rudi, Junge. Mach 53. Und der Steffi ist die Leiche, die immer noch rumwirbelt. Ich hätte auch noch einen mobilen Shop. Ja, Digga, es ist auch ein Shop hier noch hinter uns, Christoph. Wir ruhig dich erstmal ein bisschen, mein Guter. Ich fällt auf, oh, Digga, ich stehe gerade in der Nase und Pople. Ich hab mich einer wiederbelebt, ich bin safe, die waren weiter weg. Ich bin safe, die waren weiter weg. Ich habe in der Nase gerade gepopelt, Alter. Oder zumindest meine Nase juckt. Ich komm runter zu dir, Andreas, warte da. Du kannst du hochkommen. Ich komm zu dir hier. Digga, kommt, Leute, macht mich jetzt hier nicht kaputt. Ich krieg sonst eine Krise. Was halt runter, und? Ja, runterfallen. Willst du mich auffangen wie ein kleines Baby? Willst du mich auffangen? Dann kriegst du mal auf die Fresse, Digga, wenn du das so machst, Digga. Lass mal mit dem Seil da hinfliegen. Habt ihr alle eure Waffen wieder? Ja. Dann lass mal eine Drohne kaufen, den Leute los, und dann push mal mit dem Seil. Ich bin gerade ein bisschen zu langweilig. Hat jemand vielleicht eine Platte rauskriegen noch? Dann habe ich wenigstens ein paar mehr. Ihr habt alle fünf, ich nicht. Dankeschön. Thank you very much, dude. Hier, Geld. Wir brauchen Geld. So, dann los, jetzt kaufe ich auch die Drohne raus. Und dann ab zum Seil, Leute. Pushen die Scheiße jetzt hier richtig. Und die sind da hinten, wo wir waren, okay? Wo genau sind die? Im Einkaufswagen. Okay, Leute, let's go. Das Gas breitet sich aus. Und einer ist hier in der Halle. Das ist der Sammelpunkt. Ich denke mal, die sind beide sogar in der Halle. Der eine läuft da unten irgendwo, der fliegt da unten, der andere Dude.
Einer ist hier drin. Einer ist im großen Haus noch drin, ja. Nee, ist weg, der ist geflogen, hat der Ghost gehabt da drin. Minus stark gemacht, was ist ein Minus? Ich bin ein Minusmensch. Am Kran, Richtung Mais gesucht. Ey, Digga, hier oben auf dem Dach, Mann! Du Minusfotze, Mann, Digga! Junge, guck mal, wie er kämpft, Mann, Digga! Grüß dich, Hubert, der ist mir bei mir alles schenkt, wie geht's dir? Du bist jetzt im Gut. Überleben. Naja, den hab ich auch. Ich hab den Shipwreck gehabt. Alles gut, ich hol den. Abschluss bestätigt, ne? Boah, ich brauch was zu fressen in der Kiem, Alter. Ist die besoffen oder lass mal den Mann in Ruhe. Auf welchem Dach bist du denn gestorben, wo der Glockenturm ist? Oder? Ja, oben drin kämpft der Wichser ganz oben drin mit seiner scheiß Cooper. Ziel schon nach unten, der Wichser, so leider. Leila. Die Sänger größer, geiler. Ja, das kennt er, Grisel, das kennt er. Der nichts kennt, aber das kennt er. Der landet hier. Landet dort jetzt, bindend. Ja, ich höre ein bisschen, Thomas. Okay, Gulag, Leute. Ruhe bitte. Raus, um zur Front zurückzukehren. Mit der DP, also leck mich doch. Bist du erledigt. Kämpfe dich hier raus, oder? Was? Wie viel schluckt der? Gut, jetzt zurück in den Digga, Hubert, jetzt mein Digga, Vito, Bro. Will ich. Ich fliege da hin zu dem Turm, Leute. Ich fliege zum Turm hin. Warte, der ist schon am Turm. Hat den gebumst, Alter? Ja, der ist runtergesprungen. Also kann ich meine Waffen holen? Theoretisch ja. Wenn das der war. Das war so ein blauer Skin. Ah, das Skin hab ich leider nicht gesehen, Bro. Der hat meine Waffen geklaut, der Wichser. Hinten haben sie wiederbelebt. Der liegt hier hinter der Halle. Hier hinten liegt er. Okay, ich komme. Habt ihr denn vielleicht für mich ein bisschen MP-Muni, Leute? Ich hab gar nichts. Ich hab 0-0. Wo liegt der Masse? Hier, wo du markiert hast, Bro? Irgendwo hier ist er gestorben. Ach, da drin oder was? Oh, ist alles weg? Hä, wo ist er gestorben, Leute? Ich hab meine Waffe nicht. Ich hab keine. Ich brauche unbedingt Cyber-Muni. Ich müsste bei Grün gestorben. Ah, das ist meine Waffe, Digga. Das ist aber. Hier ist meine Waffe, jawohl, nice. Da ist auch Muni und alles da, Leute, vielen Dank. Ich hab jetzt die Plattenkiste rausgelegt und den Mobil. Doch nicht, hä? Du kannst auch mal Cooper nehmen. Nicht, ich hab einen mobilen Shop, der liegt noch da. Wenn du Cooper brauchst, ja, das ist gut, das liegt für mein von dir, Brudi. Ich hab erstmal alles gebraucht. Ich will eine Runde Sniper üben, ein bisschen. Ich will den Dings nochmal reinmachen, die Schweizer nachher. Wir können zum Shop gehen, ja, links zum Shop, links ist ein Shop. Wir haben auch einen mobilen Shop, aber wir gehen links hin. Und eine Kiste über uns noch. 35, ich bin im Pool und im Stream schauen, da wird's nicht zu warm. Ach, selbst im Pool ist mir manchmal zu warm, Digga. Und irgendwann. Danke. Erkennt ihr das? Er ist. Oi. Hallo, Timmy. Bin wieder sauber. Zu Papi? Nicht Papi mit dem Ventilator. Ich muss den Waffen wieder. Komm hier zu Papa. Guck mal. Ein kleiner Nacki-Dai. Das? Ein Controller bist du wieder? Ja. Da sind die Puppe aber ab. Wo ist denn der Puppe für den Controller eigentlich? Ich bin der Papa gar nicht mehr, Timmy. Wo ist denn der hin? Wo ist denn der hin? Feindliches Team macht Jagd auf dich. Sei keine Beute. Ein kleiner Nacki-Dai? Sag mal Nacki-Dai. Nacki-Dai. Tata. Tata. Da. Sag Winke Winke. Bis morgen. Sag schlaf schön. Schlaf schön. Mama. Sag mal Mama. 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 Lässt du mir in Ruhe? Lauer. Lass meine Finger in Ruhe. Der Ton ist orange. Aua. Oh. Wieder gelb. Lass dir meinen Finger in Ruhe! Lass dir meinen Finger in Ruhe! Hier kommt, schätze ich. Und. Danke, Po. Also, ich muss los. Die kommen hier, die greifen uns an. Die greifen uns an! Ich geh zum Marcel. Ihr könnt ruhig gehen, ihr könnt ruhig gehen. Alles easy, Leute. Dort? Und schnell zu Mama. Schnell zu Mama. Nee, da ist nicht da. Shipwreck. Ja. Also, auf dem Dach. Ja, kannst du das mitnehmen, aber nicht rumpopeln.
Dann mitnehmen? Ja, schön. Alles gut. Danke. Bitte. Digga, von wo? Ich sehe sie nicht, die Wichser. Wie laut jetzt aus? Ich krieg noch eine Macke, Alter. Dein Shitbreak. Einer hat einen Headshot gekriegt. Oh. Ein Knock. Oben, zwei Leute bei euch. Ja. Leute, wo ist denn der Rest von uns, Mann? Komm doch mit der Slow, der fucking Wichser, Mann. Alter, Leute, ne, krieg ich echt kurz. Ich war K.O. Ich war K.O. Ich war noch K.O. Und dann noch bald tot. Scheiße, Alter, kann ich kotzen wieder. Ey, was sind das alles für Teams hier gerade, Bro? Ohne Kack? Hm? Die Schützer. Naja, ihn zwei bloß. Der Rest ist... Moin. Ja, das war's. Die anderen sind nicht so gut in denen. Ist halt wie bei uns nicht Spaß, Digga. Ist halt passiert, meine Fresse, Digga. Scheiß drauf. Nächstes Mal wird besser, ihr Süßen. Wusa, einen wunderschönen guten Abend, Toni. Wer's ab, Timmy dich das erste Mal killt hier? Ach, wenn Timmy mich irgendwann mal killt, meinst du? Naja, ich halte ihn erstmal von sowas fern, Bro. Der ist immer freundlich, Timmy. Timmy ist immer freundlich, Leute. Ohne Kack. Der ist ganz, ganz selten im Kindergarten. In der Kita sagen die auch immer. Ich habe noch nie so ein freundliches Kind gesehen. Das sagen die wirklich jedes Mal. So, dann sag ich mal Dankeschön. Schönen Abend noch. Alles gut, Digi, Andreas? Deine Stimme macht mir Angst. Alles okay? Ja, ist heiser. Ach so, okay, dann trotzdem natürlich auch noch schönen Abend. Gute Besserung, denn. Guck mal, wer reinkommt, Leute. Gib mir nochmal schnell Eiswürfel. Bis gleich, jetzt bist du wieder da. Eiswürfel holen wir von Timmy, lebt, Alter. Hase? Eiswürfel krieg ich nochmal, oder? Aber Luki meinte, oh, du hast schon zu viele? Ne. Nee, hast einen Platz. Ich warte nur, bis er wieder da ist, dass man Tschüss sagen kann. Ah, okay. Natürlich komme ich heute. Wenn ich immer später anfange, muss ich länger machen. Was soll ich machen? Wenn ich später anfange, muss ich länger machen. Ist halt so. Da war ich mit Timmy noch beschäftigt worden. Ja, 23 nach. Naja, siehst du, da ist auch zu heulen. Wie viel sind wir jetzt hier? 5. Christoph und Marcel müssen denn hier rollen. Was ist eigentlich mit Vanessa? Vanessa wollte doch kommen. Wollte noch jemand reinkommen? Noch Vanessa, du kannst kommen, ist Platz, ja. Vanessa. Wenn nicht, dann machst du noch mal Tschüss. Machst du Tschüss und dir noch schönen Abend, Brudi. Tschüss. Ciao. Ich hab auch nur gewartet zum Schluss sagen. Alles klar, Christoph. Tschüss, mein Lieber. Euch noch gute Runden und viel Spaß danke noch. Du auch, Brudi. Vielleicht hat man sich halt die Tage nochmal. Machen wir, Bro. Ciao, ciao. Ciao, Brudi. Ciao, ciao. Mein Genie nach. Da ist ja die göttliche. Hallo. Hallo. Servus. Hi Patrick. Bin gleich wieder da, warte mal kurz. Wenn man meinen Sinn nachgibt, hier in Ruhe. Ja, gib du mal in Ruhe.
Das wird ein bisschen heavy, maybe, also. So, kann ich nochmal starten hier, Süßen. Wir sind überhaupt alles da. Melle, Seifenblase und die göttliche Vanessa. Hello, hello, ihr Süßen. Let's go. Hallo. Hallo, hallo, meine Kleine. Erste Runde hier zusammen, dann muss doch der Sieg her. Dann müssen wir jetzt richtig was rattern. Der verschollene Sohn ist auch wieder da, der Patrick. Los. Hallo, hallo, go, Linse, go. Das schreibt die Frau rein, hallo. Junge. Ist sie ein Stolz auf den Jungen? Ist sie ein Stolz auf den Party? Stolz. So, jetzt überlegen, was soll ich machen? Tabletten nehmen und ja. Zieh dir mal was an. Ich wollte bei dir die Sachen offen halten. Wie Uwe neben deinem Operator rumhüpft. Der ist motiviert. Nicht Uwe, das ist Klaus, mein Stuckelputz. Das ist Klaus. Namen Nikolai, Matze, grüßt euch, wie schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo, Dudes. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo. Ich bin der Uwe. Alex? Ja, ja, Test, Test. Mach dich mal scharf, bitte. Ich will mich scharf machen. Bin ich so unscharf oder was schon wieder? Soll ich sagen, ich bin hässlich? Hallo, Kamera. Ich gebe gleich mal viel Glück, du Kobold, Junge. Hast du Lucky Soffen oder was? Was ist mit der scheiß Kamera jetzt hier los? Habt ihr da verstellt schon, oder ihr Limmelutscher? Warte mal ganz kurz. Wo ist denn jetzt hier die Kamera abnehmen? Browser Source hier, Webcam, hier ist er doch. Video konfigurieren, Kamerasteuerung, Fokus aus und dann machen wir den hier so. Da geht das wieder. Da ist der Lachs wieder geölt in der Röhre. Let's go, weiter geht der Hase. Aber Uwe ist auch dabei. Natürlich, Uwe ist immer dabei. Ich bin der Uwe, ich bin auch dabei. Let's go, Dudes. Weiter geht's. Wir haben hier gerade so ein Ding. Wie heißt das? Kinderkurz. Kinderkurz, Dude. Oh. Da kennt sich einer aus. Die sind geil, Leute. Oh. Ich kaufe die immer nur, wenn die im Angebot sind. Sonst sind naja, ach nee, ist mir auch zu teuer. Die waren auch im Angebot. Die alle sind immer teurer, der Scheiße mittlerweile. Mmh, richtig geil, creamy Füllung innen drin. Oh. Grüße dich, Nippernfreundin. Also mit dem Game, wenn es losgeht, ist man noch Attacke hier oder was passiert jetzt hier gerade? Hab ich wieder einen Shadowban? Wahrscheinlich, du wieder mit am Schieden. Wie immer. Immer. Und dann nehmen wir noch ein bisschen Musik an. Einfach bloß für euch im Chat. Ihr hört gerade in-game, unsere drei Mitbewohner hört ihr gerade nicht mehr, sondern nur meine Wenigkeit. Weil ich gerade einmal ein bisschen Musik pumpen muss, Leute. Ich glaube, ich höre nochmal neu. Oder warte mal, was ich gefunden? Nee. Aber es geht doch bei 55 Millisekunden. Warte mal noch kurz. Aha, siehst du? Oder warte mal, nee, das. Ey, Leute. Jetzt fängt das wieder an mit den Servern. Ist der Server rumkackt oder hat einer von euch wirklich hier zu 6 Mercedes? Jetzt fängt das wieder an mit 22 Millisekunden. Sucht ihr das mal neu jetzt oder was ist denn das jetzt für Kacke? Warte mal kurz, ich suche nochmal neu. Einer von euch im Stream gerade, Leute, habt ihr das Spiel gerade starten können, die Runde suchen können? Weil irgendwie habe ich das Gefühl, es fängt gerade an wie letztes Mal. Das stimmt, Digga. Bueno White ist schon richtig geil mit den kleinen Punkten noch oben drauf, Bro. Und Hypo Haselnuss, das ist eine ganz normale Hypo einfach, Digga. Diese originalen Dinger, die du auslutschen kannst, die Genteile. Und so auslutschen wie eine. Boah, nee, muss ich ruhig spammen. Was, Kai, Grüße. Mach mal bitte, Burkhard, mach mal bitte. Was, die sind geil, muss uns Eisfach machen? Ach, die Dinger, die haben wir noch im Tiefgefahr gehabt gerade. Also zumindest im Kühlschrank gehabt, die Kinderkarts. Hab meine Frau von sich auch schon reingesehen. Dann lutschen, bis das Weiße kommt.
Na, da lacht sie, Melle, da lacht sie. Nicht um 12 Uhr, aber 13 Uhr ist schon okay. Ab 13 Uhr ist schon okay. Let's go, man, geht das hinter nicht los. Sagt dann Masati. Was ist denn jetzt hier los, Leute? Das geht auch gar nicht, oder? Hä? Gucken wir mal, wie es geht. Dann machen wir noch eine Review erstmal. Oder wir warten kurz noch. Einer von euch im Chat ist gerade im Spiel drin. Habt ihr das Spiel gefunden, Leute? Weil irgendwie geht ja nichts mehr, oder? Seitdem ihr drinnen seid, komisch, oder? Was ist passiert, Freunde? Du ja, deswegen kommen wir nicht rein, Bruder, mir ging's ja vorher. Ohne. Ah. Oh, doch nicht, das fängt wieder von vorne an. Das buggy, glaube ich, jetzt wieder, das war's hier wieder. Hamburg, Berlin, West-Wien. Nicht um 12 Uhr, aber doch jetzt schön, okay. Dann versuchen wir jetzt einfach mal, Rebirth geht. Ist okay, Tag, ja, ja. Nee, wir sind gerade voll, Benni. Sind 4 Leute drin, da siehst du ja, Schnuckelhase. Danach kannst du gerne reinkommen, Schnucki. Ach so, okay, du wusstest nicht, Janni. Ah, guter Champion, da bringt mir gerade nichts, Kati. Ich rede ja von dem normalen, meine Kleine. Kokos ist bäh, ist gar kein, Alter. Das ist normale Original, ist absolut geil. Na, ich denke, dass die Server gerade hängen bleiben, ja, ist gerade abkacken. Leute, hört mal zu, lasst bitte alle nochmal das Spiel, bitte alle neu starten. Wirklich jeder von euch das Game neu starten, dass wir alle dieselbe Listag-Version haben. Ja, okay, das Spielbad geht zwar sicherlich, okay, zu spät, geil. Dann zocken wir jetzt die Runde Reboot erstmal, oder was? Weiß nicht, wir zocken erstmal die Runde Reboot dann jetzt. Ja, ja, sind alle noch drin, oder? Dann lassen Sie die Runde Reboot einfach noch zocken. Hallo, hallo. So, und das Benzin. So, weiter geht's hier. Feinde landen im Einsatzgebiet. Cool. Sind wir da auf Deutsche drin wahrscheinlich, weil Deutsch, Deutsch, Schweizerdeutsch. Das ist mein Turm hier oben, da kommen Kinder hin. Oh, die Waffe verzieht aber auch wie Hulle, Alter. Genug geübt. Das war jetzt schon mit üben. Der richtige Kampf. Wohin? Warte wohin? Doch mal, die Runde geht nicht mal los. Beruhig dich doch mal ein bisschen, Mensch, großer. Wohin? Mensch, Ruhe! Beruhigen Sie sich! Nervös? Er ist nervös, so kennt man den gar nicht. Ja, merke ich. Habe seine Stimme nicht gehört. Habe ich ja verschollen gewesen. Ey, Alex, wir sind ja immer da um eine Altersklasse ungefähr. Ja, okay, ich weiß es älter, aber. Kanntest du die Pizza Cracker früher? Natürlich, Digga, das war die geilste überhaupt, Rudi. Digga, hab ich das letzte Mal im Stream schon gesagt, genau wie Fufu Kinderquark früher. Digga, das war absolut krank, Digga, die Dinger. Absolut krank. Die haben mal früher im Lunchpaket aber mitgekriegt, weil wir mit der Schule unterwegs, im Kindergarten unterwegs waren oder Schule oder was da war damals. Meine Ginger bis zur dritten Klasse. Lass mal da runterjumpen. Komm, on, dude. Ich geh in das große Haus rein, rechts neben euch, Living Quarters. Digga, ich bin völlig fertig hier, du. Da geht's gar nicht mehr lang. Wir sind hier bei mir hört erstmal nichts drin, wie ich das sehe hier. Feindliche Drohne ist aktiv. Feindliche Drohne ist aktiv. Ich bin auch orange, Leute. Ich will nochmal aufs Haus hochgehen. Ich glaube, wir gleich die kommen zu mir, Leute. Die kommen zu mir. Ich brauche euch hier bei mir im Haus, Leute. Die sind hier in dem Haus drin, Leute. Blauer Markt entlang gelaufen. Jetzt wieder dahinter ist er wieder. Feindliche Drohne ist aktiv. Was schießen die denn da rein, die Wichser? Feindliche Drohne ist aktiv. Feindkontakt bestätigt. Muss wieder meine. Liege unter Bett. Von hinten kommen auch noch welche. Ich
Ich habe noch was zu erledigen. Feindliche Drohne ist aktiv. Wir können kaufen, lass mal zum Shop gehen, Leute, wir können einkaufen. Legt nur gerne am Shop bitte raus. Hab selber einen Shop gehabt, ich Idiot, Alter. Und Drohne nochmal kaufen eventuell. Ist egal. Bin ich mal auch eine gute Waffenklasse dafür fertig. Will schon mal gar nicht, Mark. Gibt, wenn dann nur möchte. Heute nur ist schon okay. Sag ich nochmal, die Krieg nochmal drin, Leute. Wollt ihr irgendwo, habt ihr ein bestimmtes Ziel, dass ihr gerade in eine andere Richtung lauft oder so? Ich weiß nicht. Kann man da was kaufen? Ja, eine Drohne habe ich ja schon gesagt, eigentlich schon, aber da müssen wir noch Geld nochmal teilen. Eli? Kommen wir zum Shop. Die fliegen über uns. Mein Aim ist aber auch gerade nicht perfekt. Wo schießt denn hier hin? Ich gehe draußen, Melo, halt. Thanks. Oh, hast du die Panzerungskiste gekauft? Okay, da geht's hin. Vor uns, ja, genau, hinter. Verschiedene Teams sind das, Leute. Verschiedene Teams. Die anderen sind vor euch drin, in dem Ding sind die. Was war's, Team Vibe oder was? Lass mal den blauen Marker gehen, diese Connector-Scheiße. So eine Kiste irgendwo drin. Hole ich mir noch, die muss ich holen. Alles, was ich höre, muss ich holen, Leute, tut mir leid. Ich habe noch eine Drohne gefunden, seht ihr das? Das ist doch sexy, Leute. Das sieht mal gut aus, Leute. XM4 spiele ich nicht mehr, die soll nicht im Bot können, aber spielst du mit Agency Scheider von Sonderkommen und Lauf Hedergeld von der Gruppe Dreimal XRS kommen 45er Mac. Let's go. Jetzt könnten nochmal. Hier ist hier gar nichts mehr bei uns, gar kein Gegner oder was? Feindliche Drohne ist aktiv. Das Gas kommt näher. Alter, die göttliche. Gib's mir hart, dude, weiter geht's. Hier sind wieder welche. Oh, dann lass uns da wieder hin, oder? Ich werde nochmal eine Drohne kaufen, unten am Shop. Und dann gehen wir zurück wieder in die Ecke. Na los, dann lass uns. Ich habe eine mitgenommen, ja. Kannst auch noch meine kaufen, wenn du willst. Kannst du raushauen direkt, Bro. Über uns fliegt einer. Na, der ist über uns, vor uns. Wo ist der hingelandet? Der ist ja übelst weit geflogen. Der wäre neben mir hier. Noch 24 Aktien, Feinde. Töte sie an. Digga, bei mir, komm, zwei Leute, wo seid ihr denn? Gib ihn hart. Oh, Mona Lisa. Hier ist noch einer vor mir. Jawohl, Rätsel kommt. Ich flieg mal zur Kiste runter. Hey. Oh shit, von mir Gegner oben. Mein Gott, kommt doch jeder, let's do it. Hey, alles gut? Alles gut? Grüße. Ich wollte fragen, wenn du da Zeit hast, ob du noch etwas machen kannst mit dem Fernseher, dass wir richtig zurückgucken können. Dann muss ich nach der Runde kommen, Digga, gleich. Ja? Guck mir da Box. Ich hab keine Box. Nee. Grüße an Luki. Dachte. Grüße an Luki zurück. Wir gucken nochmal, ob wir Caldera jetzt finden, Leute. Versuchen wir mal Caldera zu finden. In der Zeit helfe ich mal kurz Luki was einzustellen. Hallo? Hallo, ich versuche jetzt mal Caldera zu starten. Vielleicht klappt es ja jetzt. Ja, okay. Wirklich hat verlassen, was ist denn jetzt los? Ah, die Pups, was ist denn jetzt passiert hier? Wir verlassen jetzt oder was? Kommt sie wieder rein? Ja oder nein? Das ist hier die
Das ist ja die Frage, was ist denn hier passiert? Was geht denn hier ab? Hallo? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? So, kommt Vanessa wieder rein, ja oder nein? Lässt sie es sein, ja oder nein? Vanessa, kommst du rein? Ja oder nein? Ich weiß nicht, was passiert genau. Ich weiß nicht, was hier passiert hier gerade, Mann. Was passiert hier gerade? Was mache ich denn da gerade, Leute? Kannst du mir nochmal deine Anmeldedaten schicken oder meine Anmeldedaten eigentlich für Netflix, Digi? Da ist sie wieder. Let's go. Jetzt suchen wir nochmal Caldera. Kommt, das klappt jetzt der Rotz. So, ich muss jetzt mal kurz Nachrichten beantworten. Wo war es denn hier? Wo ist hier gebrannt? Zeig mal her. Da geht schon wieder der Alarm los. Alarm, Alarm, Dude. Tabletten oder? Yes. Yes, yes, yes. Nicht wieder vergessen. Nein, nein, nie ein Leben. Nie ins Leben, Mamudi. So, was wollte ich jetzt überhaupt machen? Ich wollte Stefan die Heißluftfritteuse schicken, die ich gekauft habe. Wo ist denn die Scheiße? Wir waren da sehr, wie lange? Geht bei euch Caldera? Schreibt es mit in den Chat rein, ihr lieben Mäuse. Geht bei euch Caldera, ja oder nein? Wollen wir nicht ewig suchen oder müssen wir das gerne mal neu starten, mal gucken, wie wir sind, ob irgendeine Aktualisierung kam oder nicht. Das verriet uns gleich das Licht. Ah, hier ist so die Fritteuse. Kauft am 21.04. Brody. Derzeit nicht verfügbar, die Fritteuse. Natürlich ärgerlich. Dann muss ich einfach mal so einen Screenshot machen. Lidl hat gerade eine im Angebot. Passt auch ein Hähnchen rein. Ach was, ne, siehst du. Passt auch mein. Oder wird es da rein eventuell? Oder haben wir da Probleme mit? So, was ist denn das hier? Was ist denn das überhaupt? Wie schickt man hier Nachrichten? Mein scheiß Telegram, Digga. Was ist das hier für ein Scheiß? So. Den Link habe ich jetzt nicht gefunden, aber die Fritteuse ist gerade bei Telegram ausverkauft. Bei Telegram, Digga. Ich fick mich doch selber. Bei Amazon ausverkauft, Bro. Alter, geht das jetzt hier oder geht das nicht, der Scheiß? Voll, geht doch. Mal kurz bei meinem Sohnemann drüben. Hallo? Hallo? Bin da? Feindlicher Soldat in der Nähe! Bist du da? Er ist da? Eine Umstellung. Genug geübt. Jetzt beginnt der richtige Kampf. Ja, halbes Jahr Fortnite gespielt. Oh Gott. Mit Bauen oder ohne? Bauen kriegt ja doch nichts hin alleine mit Bauen, der wird ohne Bauen gemacht haben, der Affe. So. Boah, ich bin noch die Kopf der Baumeister. Naja, du und Bauen oder was? Du kannst nicht mal gerade aushauen in dem Spiel, fängst du mit Bauen an, willst du mir jetzt erzählen hier? Beruhig dich mal ein bisschen, Patrick. Quacke die Quack. Quacke die Quack, Junge. Quacke die Quack, Junge. Matze, grüß dich, mein Bruder, wie geht's dir? Ich bin nach die Generation Leckmuscheln. Da bin ich auch da, Digga, Leckmuscheln geh ich noch. Da mach ich heute nichts anderes, Digga. Zur Sicherheitszone gehen.
drin. Geht doch, oder was? Hab ich doch gesagt, wenn das mal gemacht. Nein, ich bin so drin, aber ich kann nicht. Ist so laut, ich kann es nicht hören. Na, hören wirst du nicht hören, das ist richtig. Das wollte ich ja machen. Ach so, dann du hast halt, Netflix läuft nicht ohne die Boxen, aber Netflix läuft ja ohne die Boxen, bloß du hörst halt nichts, darum geht's ja, also. Ich höre ja nicht über den Fernseher. Ach so. Boxen haben. Hast du die? Nein, ich habe ja keine Boxen. Ich habe ja noch nicht Boxen. Dann wollte ich ja deine Boxen machen. Welche Boxen dafür? Die mit Bluetooth verbunden? Nee. Nee. Die gehen nur mit Kabel, Alter. Ja, ich habe einen Stecker frei. Wo willst du denn da drinstecken? Vielleicht gibt es da keinen Anschluss dafür. Dann steckt man drin. Das bringt ja nichts, du musst ja da irgendwie die Boxen anbringen. Ja, aber du musst das ja irgendwo auf die Boxen an. Du musst ja den Fläschchen anschließen irgendwie. Ja, nee. Ich nehme das einfach her. Wenn soll ich das jetzt an der Brühe, kann ich die Boxen jetzt nicht abbauen und wieder dran machen. Soll ich das machen, welcher Zeit, Digga? Hätte ich mir mal früher sagen müssen. Haben wir nicht irgendwelche anderen Boxen noch da? Überleg mir gleich was, Digga, nach der Runde. Oh, geil, das ist ja richtig mau hier schon wieder. Was ist denn da los? Kopfgeld können wir auch annehmen da hinten. Grüß dich, mein guter Ronny. Esspapier ist auch geil auf jeden, Alter. Der Feind ist hier aktiv. Leckmuschis sind immer am Start, Feine. Bro. Oh, wo sind Feinde? Wo? Da vorne, halt. Markiert. An dem Ding sind immer welche am Start, wenn hier essen. Wir brauchen noch ein bisschen Kohle, dass wir zu den Bunkern runterkicken, da. Ein bisschen links und rechts die Bunker noch looten. Hat hier Ferkel, wo rechts hat er recht, Digi? Früher waren es sechs Muschi, heute sind es sechs Muschi, das ist halt so. Danke fürs Burger. Nimm ich mir doch gerne. Wundervoll. Du haben wir Geld zusammen immer noch nicht, oder was? So eine Kacke, ey. Das hab ich ja von mir. Digga, die schießen auf uns, Alter. Was haben die für ein Laser, die Leckmuschis? Alter, willst du mich verarschen, du Fotze, oder was? Beruhig dich mal ein bisschen. Lass mal zum Einkaufswagen runter, wir haben Geld zusammen. Gerade aus unten ist ein Einkaufswagen, da gehen wir jetzt hin. Komm, LKW. Will mir Platten rausnehmen eventuell? Ich hab keine Platten mehr, Mudis. Thank you very much, Brody. Ja. Du bist doch mein Sohn. Ich weiß es doch. Alle zum Einkaufswagen, Schnuckis. Und dann geht's runter. Wird ihr leckt von der Zeug halt. Wo ist denn hier der verholte Shop? Da vorne oder was ist denn da los? Warum sind das Ding da hingeschmissen? Leg mal hier jetzt schon mal raus hier. Wo liegt denn dein jetzt, Patrick? Da liegt auch schon da. Ich geh nochmal raus. Ich kaufe ein bisschen ein, ihr Mädels. Jawoll, bezahlt den Zuhälter, Papi. Schmeiß das Ding einfach mal hier hin zum Dings. Na. Oh shit. Das war's. Wir kommen nicht mehr zur Kiste. Markiere Wegpunktkoordinaten. Schon gut. Dann habe ich K.O. Jagd sie hoch! Danke. Wo ist denn der Gegner hin? Ich hab einen K.O. geschossen, der lacht doch hier irgendwo. Wo ist denn der? Digga, wo ist denn der, den ich K.O. geschossen hab, der Wichser? Hä? Ich hab hier einen K.O. geschossen hier bei uns, Digga, Klaus. Ich hab den Kill nicht gekriegt. Ist einer runtergesprungen? Oh nein! Okay. Ah, hinter mir noch einer. Einer ist noch hier. Komm her. Wieder belebt. Granate ist raus! Dein Team ist jetzt im Gulag. Ja, ich hab zwei geholt, kommt der dritte an. Ihr Fotzen, Alter. Sicherer Distanz detoniert. Du bist jetzt im Gulag. Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden. Dein Teammitglied hat versagt und wurde zur Basis zurückgeschickt. Also nochmal so lecker stöhnen. Oh, man.
Zeit für ärgerlich. Kampf. Ärgerliche Scheiße, alles hier wieder heute. Mach dich bereit zum Schlagen. Na, wenn Erik, Grüße. Oh, Brudi. Bro, das war nicht safe, oder? Ja, weiß ich nicht, Bro. Kann ich dir nicht sagen, Snuggy. Kämpfe dich raus, um zur Front zurückzukehren. Wenn du verlierst, bist Gulag, du... Gulag, bitte im Ruhrgebiet hier. Beweise, dass du es noch drauf hast, Soldat. Du hast keine schlechte Zeit. Bereithalten für erneuten Einsatz. Servus, Kevin, Snaggy, Grüße. Bock, ich fahr auf. Ich hoffe auch, ich hoffe, ihr habt Bock, Bro. Hallo, die safe gewesen? Ja, okay. Ja. Ich hab hier Bock. Nö, wir können da wieder hin, Digga, die Bumsen. Bumsen, Binsen, Binsen. Ich werde elementar Reiswaffeln mit Schoko überzogen, mit Joghurt überzogen. Klar, gibt's hier heute noch, aber damals war nicht irgendwie besser geschmeckt. Damals hat alles besser geschmeckt, Digga. Alles. Verstehst du das? Zweite Generation immer, diese Sachen, die sie neu rausbringen, die schmecken nach Scheiße, Digga. Weil sie irgendwelche Kacke wieder nicht erlauben dürfen, dann müssen sie das wieder machen, das wieder machen. Weil das Gesundheitsamt sagt, nee, stopp. Hier bis hier und nicht weiter. Wir müssen dann mal gucken, dass wir ein bisschen Cash machen. Wir haben eine Bunkerkarte, hab ich. Wir können in den Bunker hochgehen. Warte mal, hier ist er doch. Wo sind wir überhaupt hier gerade, Digga, auf der Karte? Hier müssen wir hin, Bro. Da oben hin, da ist der Bunker. Lass mir den Karte einfach heizen, komm. Jetzt sich drauf nuckeln. Ich fühle das gerade richtig, den Song. Oh, Patrick hinten drauf, ja, ja. Auf jeden, Alter. Und jetzt springen wir über den Zaun hier drüber. Nee, doch nicht. Eine Kiste von uns gekauft und wiederbelebt. Steig mal aus. Wir gehen jetzt hier runter. Kann sein, dass der Bunker schon einer drin ist, aber ich weiß es nicht. Neue Sicherheitszone wird markiert. Nee, der Bunker ist noch zu. Die werden jetzt bestimmt. Komm, geh du. Geh, ne, unten, der Bunker unten drin hier. Ich bin unten runter, Digga. Geh du rechts lang, Digga. Hier. Bei dem Magazin lang und ich gehe links lang. Die kommen jetzt zu uns, Digga. Die haben sie runter raus. Die kommen safe zu uns. Die müssen jetzt aufpassen, Digga. Alter, das Brett jetzt auf, du Versager. Die werden jetzt safe kommen, wir müssen hinter uns aufpassen am Rücken. Platterin hauen für ein paar Bindis hier. Binden hab ich schon. Wie Geld, wie wir jetzt haben, wir dürfen nicht sterben, Digga. Hey, wo ist die Gasmaske? Gasmaske ist bei mir, Großer. Oder irgendwas vermisst oder was? Guck mal, ob wir mit dem Ding weiterfahren können. Komm mal mit, wo wir vorne raus sind. Jo, können wir. Hier, komm, Patrick, hier runter, wo ich bin, Bro. Schnell, schnell, schnell. Sonst fährt der Zug los. Patrick, hier runter, runter, runter. Ja, hier, komm mit, hinterherlaufen. Selbst Nutella war früher besser. Nutella war früher Porno, das Ding hab ich mir teilweise auf den Schwanz geschmiert, Digga, heute nicht mehr. Warte mal, wo sind denn jetzt hier lang? Wir gehen nach hier. Dann mal Peak, können wir nochmal heizen. So, und dann können wir nochmal eins weiter. Geht nicht mehr, ne. Hier ist eine Gasmaske. Doch, hier geht's noch weiter. Mainz? Wo sind wir jetzt hier? Oh Gott, ja doch, Mainz. Mainz nehmen wir noch mit. Denn irgendwo müssen wir sie wiederbeleben. Da kommt doch gleich noch eine Kiste kommen mit den Mädels. Hier, hier sind Gegner unten drinne. Bro, hier sind Gegner unten drinne. Ein Völkerpeiter, Digga. Oh shit, Bro. Was war mit ihm los, Digga? Der ist ja Kreis in den Ofen, Digga. Haben sie irgendwann die Spritz? Warte mal, geht's da noch nach Fields? Warte mal, Arsenal. Ruins. Wir müssen. Ach, wohin wollen wir denn? Ruins nehmen wir. Arsenal ist noch cool. Arsenal. Arsenal könnte man sogar rausgehen hier oben, Arsenal. Da können wir hier einkaufen hier. Markiert. Darf bloß keiner oben sein, aber Pech. Ersten Blick sieht ganz cool aus. Wenn jetzt keiner von hinten schießt. Ja, Janni, Digga. Ich sag das, was ich denke, ist nur ein Fun, Digga. Ich bin jetzt kein Sexualtäter oder sowas, Leute. Einfach nur ein bisschen wuschig. Wisst ihr, wie ich meine? Da musst du dazugehören, ja. Kauf den schnell eine Drohne, ja? Jo. Ich kauf die göttliche Vanessa und die Donauwelle. Wie wird der mit Lodern? Das sowieso, das ist ja sowieso klar, wie gesagt. Oder glaubst du nicht an mich? Beruhig dich mal. Naja, das möchte ich meinen. Alles klar, was eigentlich, was ist eigentlich früher für euch? Der früher Markt, da wo ich noch keine Haare am Sack hatte. Mensch, was soll denn früher sein, Großer? Sag mal zu Luki, bitte, er soll seine Playstation schon mal einen Fernseher anbauen. Hat er schon. Ja, ich muss warten, bis ich den Code kriege. Ich hab keine Anmeldedatenhase. Was machst du jetzt? Alleine. Hm? Und das war ich jetzt in dem Babyfon, ich war doch nicht da. Also. Wenn man, hast du auch immer genommen. Ja, und wenn was ist, was ist denn?
Du darfst dich, ich hau dir nicht in den Rinn. Du willst zu spazieren gehen? Ja, ich treffe mich mal mit Thomas. Wenigstens vor Hüte nimm den Gummi, Alter. Dann ist alles gut. Mach dich raus, komm, ist gut. Nimm den Gummi zu verhüten. Wir haben ja auch eine Beziehung, haben wir ja gesagt. Platten, ich brauche Platten! Ja, Platten, komm her, können wir mal welche kaufen. Gib da welche ab, wo bist du hier? Komm her, du Göttliche, du kriegst auch noch welche hier. Hier, Melle, komm her, du kriegst auch noch welche und ich kaufe nochmal Platten. Nein, das ist noch ein Problem, Kinders. Wir kaufen nochmal Platten für den Mutti. Für den Mutti. Ja. Wo sind jetzt hier die Gegner gewesen? Waren da welche oder nicht? Da waren welche, ja. Und wo genau waren die? Aber zwei Teams, oben auf dem Dach. Ich könnte zwei noch... Teams? Zwei Teams? Mhm. Moment, mal loggen da drauf fliegen und die bumsen halt? Sind die da oben gewesen, war oder wo? Sammelpunkt. Sind hier. Hab den Sammelpunkt. Ach da, okay, na dann. Sind ja close. Aufpassen, wie sie nicht wegbumsen hier, Mutti. Kisten drinne. Hallo, mein Schatz. Da haben wir eine Drohne gefunden. Na, besser geht's ja nicht mehr, du Göttliche. Muss ich schon Göttliche sagen, Digga. Jetzt geht's mir schon richtig. Jetzt geht mir zu nah ein bisschen das gerade. Noch eine Drohne gefunden. Was ist denn hier los, Alter? Da noch eine Gasmaske für euch hier. Komm. Warum liegt da Stroh? Hast du eine Maske auf? Let's go, ihr Süßen. Wir drehen das Ding nochmal neu. Nochmal hier nochmal eine Maske für euch. Das wird ein Squad, Leute. Squirt im Squad-Attacke. Oh. Ja, Junior schmeckt, Leute. Die sind vor uns hinten, da komm. Ja, da können auch mehrere sein. Kann sein, dass die anderen keinen Ghost haben. Sind zwei schon mal. Ich fliege mit dem Ballon da oben drauf. Versuche ich sie so ein bisschen zu penetrieren da oben. Auf dem Dach sehe ich erstmal noch. Ja, okay, oder? Da ist noch keiner auf dem Dach. Die sind unten, sind die. Oder doch, da hockt einer auf dem Dach. Doch, einer hockt da auf dem Dach. Digga, was laufen die da rum, die vor 40 Kinder, Alter? Was ist denn da los? Ich hab auch eine Drohne an. Er wird der Gebietsaufklärung. Der andere ist über uns, doch der andere. Hä, wo ist er denn, Digga, welchem Himmel? Der ist unter uns jetzt auf einmal. Was ist denn du? Wo ist er denn hier? Hä? Ich bin hinterm. Er hat einen Busch gekämmt, die Bitch, du. Meine Freundin spazieren und zieht sich hübsch an. Da wird wohl was hier hin heute mit der einen oder anderen. Ich muss mal spazieren und mich hübsch ansehen. Squirt im Squad, ist das ein Kunde? Naja, was ist denn los, Digi? Wenn schon, denn schon. Bin ich dabei heute? Oh Mann, da ist das Kopfgeld. Wie der das rumschreit, Bro. Die sind da unten, sind die. Hier am Kran. Und einer von denen ist noch da. Ist immer einer von denen, Digga. Warum treffe ich denn den nicht? Was ist denn da los? Leute, wo schießt denn ihr hin? Sind jetzt woanders Gegner, wo ihr seid, lol. Haben wir hier nur so einen kleinen Sandwich oder was? Hier nach hinten weg gehen die hier. Hier steht einer einfach da wie so ein Dosensittich. Was war das für eine Sprache? Chemon, Chemon. Lal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 a. Ach, bist du? Okay, ja. Schön gesehen und angesagt, Vanessa. Das gibt einen Schmatzer. Wir müssen aufpassen hier, dass wir zum Seil wieder gegen die Zone kommen, Leute. Können wir hier rüber jumpen? Geht das hier von hier aus? Nee, nee. Oh! Der Fettsack-Teacher schafft's nicht. Von links schießen die. Willst du mir kurz, willst du mit mir gehen? Kreuze an, ja oder nein? Vielleicht auch hin. Bei mir haben super alle gekreuzt, angekreuzt. Extra Kreuz mit, verpiss dich. Ey, die Dicker steckt da aus, glaube ich. Der will mit dem Ballon fliegen. Der ist da, der kommt gerade dahin geflogen, das schafft er aber nicht mehr. Knall den weg, den du, der ist hinter dem LKW. Ach, sind da vor euch, Digga, vor euch sind auch noch welche oder was? Digga, ey, ihr müsst reden, ihr müsst mehr reden, Hamudis. Ich wusste nicht, dass links noch welche sind. Sind die close oder was? Ja. Aber direkt vor uns. Digga, was soll ich denn machen, Mann? Ihr fetten Bitches, Alter. Markiere einen Sammelpunkt. Dann hat mir doch mal die Scheiße geschickt. Wo kann ich denn das sehen hier? Eine mit Stern markiert. Ist doch scheiße, Leute.
Ist schon echt ein Scheißleben hier schon wieder. Ich bin schon wieder quäken, ey. Ich bin schon wieder richtig quäken, Alter. Mann, was ist denn los, Junge? Da lebt noch einer von uns. Ja, oh, der Göttlich hat es geschafft, Alter. Du bist so göttlich. Links von dir, Mäuschen. Na, schade. Schade, schade. Das ist doch ärgerlich, Leute. Das ist doch ärgerlich. Links, rechts, aber habt ihr trotzdem gut gespielt und Dolche schlängelt, ihr Süßen. Ja. Ach, Melle, das ist doch top gewesen. Ruhe. Du warst dabei, dabei ist alles. Kennst du dich mit Capture Cards aus? Geht, wieso? 75 Mana. Na, Nick, grüß dich. Hast dein Englisch noch ein bisschen aufgebessert? Have you Bock? Ne, natürlich, Digga. Have you Bock? A Profit Auto Rouse, Bro. No problem for me. Ich suche hier gerade die Nachricht. Wo ist denn die scheiß Anmeldedaten-Nachricht da? Hallo. Das ist doch Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Röhle? Viel Spaß noch. Danke dir, Melody, noch schönen Abend, meine Kleine. Was für ein Moin, wie ist aus dem Maul, aber Namensschnucke. Mit Nömmner. Nömmend. Der Patrick ist ja eh Runde rum, Diggi. Natürlich scheiße für dich, aber die Runde ist ja eh rum, Schnucki. Wenn lieber jetzt jemand noch rinkommt, ansonsten kannst du nochmal mitmachen, aber es kann sein, dass jetzt hier jemand reinschneit. Da gönn dir, mein Guter. So, was ist denn jetzt? Wir hätten noch zwei Plätze frei, Herr Moody's. Two places. Bis zum nächsten Mal, Patrick Schnuckiputz, Seifenblase TV. Da los. Hab ich mitgespielt? Ja, sicher, Alter. Nein. Eins, Polizei, wir hören uns, Schnucki. Jo, ciao, ciao. Und dann, let's go hier, Kolonne Nutzlos. Da erlebt auch noch. Grüß dich, Stefan. Grüße, Mark. Hallo. Hallo. Oh, der ist schon wieder dicht, Alter. Das gibt's nicht mehr. Ich mach mir echt Sorgen langsam. Keine Sorge. Meine Sonne. Grüße dich. Danke. Ey, Vanessa, du brauchst nicht zu danken. Ich hab zu danken, meine Kleine. Hat Spaß, bis zum nächsten Mal. Hab einen Gaming-PC zum Spielen, einen Gaming-Laptop zum Streamen. Beim Laptop kommt aber kein Signal. An, beziehungsweise sehe es es nicht. Du hast einen Laptop zum Streamen. Das ist immer schwierig, jetzt über Chat irgendwas zu sagen. Aber kein Signal an. Du hast in deinem Gaming, du spielst mit dem Gaming-PC und hast von der Gaming-PC ein Kabel, eine Game-Capture-Card in deinem Laptop drin oder was? Ja, die kann immer schwierig über den Chat hier helfen, Bro, Alter. Das kann ich immer schwierig sagen. Da muss man immer live vor Ort sehen. Ich bin auch bloß ein kleiner Streamer, der sich alles selber beigebracht hat. Ich bin auch bloß eine Nullnummer eigentlich, kann man das sagen, ja. Ich bin auch bloß ein Mensch. Ja. Oh. Das war nicht gut, Leute, das war nicht mit Absicht. Prost. Prost, mein Kleiner. Na, wie ist es euch? Schulz, meine Freunde. Ich bin der Alex, ich komme aus Magdeburg und ich möchte heute gerne mal mitspielen. Also ich spiele jetzt schon ungefähr seit 2-3 Jahren und das auch ab und zu mal mit meinen Freunden zusammen, wenn diese denn da sind. Ansonsten bin ich auch ganz gut allein unterwegs. Und wie ist es bei euch so? Katastrophe. Ja, Vanessa, das war das mal eine kleine Erfahrung für dich mit unseren Zacken. Da gibt es eine ganz andere Erfahrung. Gaming-PC zu Capture Card zum Laptop. Na, wo hast du da kein Signal? Was willst du denn da für ein Signal haben, Digi? Verstehe ich nicht ganz. Du hast das Bild von deinem PC nicht auf dem Laptop oder was? Ja, komm mal rum, sag mal, so Lucky ist offen. Komm mal rum hier. Aber wenn du was willst, musst du herkommen. Dann kommt der Knochen zum Wind, weißt du, wie ich meine? Der Hund muss im Knochen, Digi, nicht andersrum. Ich geh mal kurz pinkeln und onanieren, oder? Meine Fresse. Warten auf Einsatz. Zeit, sich bereit zu machen. Juhu.
Feinde landen im Einsatzgebiet. War nur für einen Freund, aber euch jetzt gut, ja? Geht's euch gut? Ich frage nur für einen Freund, geht's euch gut, ja? Ja. Wir sind eher ruhig. Okay, ja, ich verstehe schon. Dass es schon wieder zu ruhig ist. Im anderen ja, nicht gerne. Okay. Wir sind konzentriert. Gut, dann bis morgen. Ja, haut rein, ciao. Tschüss. Wir tanzen konzentriert. Wir tanzen im Dreck. Das waren noch Zeiten, Bruder. Das waren noch Zeiten. Oh ja. Immer schön Mirage, Beinstedt oder Emersleben, Upa, Lediger. Völlig fertig gewesen. Auf sämtlichen Substanzen nicht. So, sag mal her. Ja, und dann geht's raus, Leute. Und dann kommt die Polizei angewiesen, Mark, und dann kam es von Mark aus, das Ende, was er gesagt hat, was erstmal gesagt hat. 1, 2, Polizei, 3, 4, Quelladier, 5, 6. Und dann geht's richtig los, Rudi. Servus. Ist wird noch Platz frei. Natürlich ist Platz frei, Dennis. Alex, dienst du mit OBS? Ist sie mit SOB? Ich weiß nicht, Alter. Ich bin mit OBS. Mit OB stream ich die. Bisschen Tampon. Ja, ich stream mit OBS, mein Sonnenschein. Ich stream mit OBS. Und wie gesagt, jetzt nebenbei im Stream, um solche Fragen zu beantworten, ist nicht so meins. Wenn wir mal gerade Nachricht schreiben wollen, dann kann ich aber so zu helfen. Weil jetzt im Stream möchte ich mich gerne auf das Game konzentrieren, Juggelputz. Wie gesagt, ich versuche gerne zu helfen. Da geht ein bisschen was mit. Dann, oh, du bist so göttlich. Wer, da oben? Okay, meine Freunde, komm runter. Leute, wir fliegen zu den Einfamilienhäusern, das sind zu viele. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, Leute. Ich würde bloß mal sagen, ich freue mich sehr, dass ihr am Start seid, Leute. Dankeschön, ciao. Gänsehaut. Gänsehaut, die Schöne der Geister. Oh, Herr Meister, sag mal, hör mal. Wo bist du denn abgeflogen, sag mal, Stefan? Ganz alleine. Im kompletten Ruhrgebiet hier. Ah, das gibt's nicht! Das gibt's nicht, Alter. Da warst du schneller als der... Oh, was ist denn hier los? Was geht denn hier ab, Bro? Einer ist down. Hab ich? Hab ich down geschossen, Schokolade. Da warst du, guck mal, Damage an da, du Kasper. Oh, hinter mir. Ja. Hinter mir, ich brauche Hilfe von allen Seiten, Penetration. Jetzt komm mal, ich steh nicht rum wie ein Erdmännchen. Wo bist du denn? Stefan, komm doch mal, du stehst mit vollem Leben da oben rum. Ja, Digi, bei mir stehen ganz viele. Du schießt doch nicht. Stefan, reich mir die Hand, Kann ich runter, bei mir ist das ganze Team. Ein bisschen nach Sonne geflogen. Wo ist sie weg, Stefan? Ich liege noch da, ich bleibe hier liegen, Stefan. Ich rette dich. Ja, ich rette dich. Digi! Ich muss mich retten. Bei oben liegen, Stefan, verteidige das aus. Ich bin schon mal in Gulag vorgelaufen. Ja, ist nicht so, dann bleib einfach da. Ich drück mich raus, oder komm, ich kann's nicht angucken, ihr blutet wie ein Schwein, Alter. Das ist ein ganzes Team, was wir machen. Na, gar nichts. Alle weg. Also Hometown. Ja, jeder einzige zieht auf mich. Ja, du bist doch der King. Kurz Ruhe bitte, King. Kurz Ruhe bitte, sagt er. Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden. Hey, wie? Wurde zur Basis. Cobra Kai, let's go. Ja. Der ist links am Abcampen, am Spawn bei sich, hinter den Fässern immer noch am Abcampen. Der kommt jetzt immer noch am Abcampen in den Fässern, kommt langsam vor, guckt immer mal wieder. Was? Och, Alter, wie schnell warst du denn down, Alter? Boah, ich bin jetzt auch ein Gulag, Leute. Oh, wallah, bitte. Easy clap, Bro. Ja, wo ist denn der Wichser hin, Alter? Macht den Neville. Ich nehme hier eine Ruhe ein, der schafft's eh nicht mehr. Egal was jetzt passiert, er schafft's nicht mehr. Er ist zu langsam. Er ist nicht handsam. Geh Lodi runter. Oder geh erst du runter. Schau, du stirbst. Geh zum Lodi runter, Digga. Ich flieg ins Wasser rein, ich hab keinen Bock auf euch, Alter. Einfach so tun, als ob er aus Versehen war, Digga.
Schnelle Runde für euch, ciao, weg da. Wie kann man sein, dass Ruinsong ungelootet ist? Da kriegen wir nochmal gut Cash zusammen eigentlich. Wo liegt denn die verrote Kiste, sag ich mal? Oh, 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 oh! Was? 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 Was ist das denn, Digga, für ein Schmutz, Mann? Digga, das ist doch scheiße! Was? Was ist das denn, Digga? Ey, ohne Scheiße wie ich nicht. Digga, ich war auf den Stein oben drauf, der hat mich rechts runtergezogen. Weinerei ist das, Alter. Ivo und Daniel! Vielen Dank für eure Sterne, Alter. Ivo und Daniel, vielen Dank. Wollen wir nochmal neu starten, wollen wir durchziehen oder was, Alter? Weil es war absolute Lüge, Alter. Hm? Ich hab ja gesagt, ich hab keinen Bock auf euch. Ich war mit Absicht. Ich war mit Absicht. Willst du so aussehen, dass ich einen Unfall? Warum hast du noch gesagt, du hast es schon öfters gespielt und seit mehreren Jahren? Ja. Oh, ja. Aber die Mauer. Die Mauer hat mich runtergezogen wie Sau, Digga, Alter. Die Mauer hat mich runtergezogen. Was soll ich machen? Nix. Da konntest du gar nichts machen. Was sollst du machen? Kann denn nichts machen, Bro. Ich würde gerade auslaufen. Habt ihr ja gesehen, aber einmal ziehst du rechts runter, die Scheiße, Alter. Kannst du machen nichts? Musst du progressiv. Oh, ja. Oh, thank you very much. Vielleicht bringen wir noch ein bisschen Kohle mit. Ja. Also versucht nicht über die Mauer zu laufen, geht direkt einfach zur Kiste. Lauft nicht immer los, zieht keine 500 ein. Was ist da los, Alter? Hier zum Runterfliegen, dann könnt ihr wissen. Oben drauf. Okay, beruhigt dich wieder ein bisschen. Beruhigen Sie sich ein bisschen, um hier zu spielen. Beste Szene in dem Game, Bro. Ich bin jetzt hier ein bisschen entsetzt, Herr Mal. Die Mauer, das war mal die Mauer früher. Frag mal, die Mauer viel größer. So, was soll ich gerade sagen? Ich gehe über links ein bisschen. Wo bist denn du schon? Oder willst du ja pushen, halt, Stefan? Mit dem heiligen Schein, Alter. Ja. Ja, hier vor mir sind die ganzen Gegner vor mir. Die haben alle diese Scheiß. Der eine ist K.O. Da oben, K.O. Ich brauche Hilfe. Hier gibt es eine Granate für die Viecher aus, Alter. Was? Geht ihr getroffen? Ich brauche euch, weil du machst das schon ein bisschen sauber. Ich brauche euch jetzt hier ohne Scheiß, Mann. Bist du sauber? Ich komm schon. Ja, du bist da oben am Chillen, bist du doch da oben. Bist du am Chillen da oben. Die sind runtergeflogen hier gerade, die Dudes. Die sind abgehauen von mir. Einer Nock im Block. Hat der Jochi gesagt, dass sie Nock sind. Ich... Habt ihr ein paar Platten oder? Ich hab keine Platten. Wo ist denn der Lockenkopf? Ah, ja, oh, nee, ich hab einen Rucksack, dankeschön. Ah, der hat keine Platten gehabt. Der hat keine Platten im Rucksack. Hinten. Mal Platten rausschnuckel. Ja, hinten am Shop zurückgekauft. Ja, lass zurückgekauft. Da hingehen, lass da hingehen, lass die richtig Sämpfe auch um die sich unterwegs sein. Vorrücken zu meinem Wegpunkt. Die hier fliehen, hinten. Wo denn? Vorrücken zu meinem Wegpunkt. Jo, vor mir oben drauf, Digga. Einen hab ich. Wurde ein Flashbacker geschossen? Ziel ausgeschaltet. Wir können Mark wiederholen, Leute. Sicherheitszone verlegt. Oh. Warte mal zum Shop Geld rauslegen, Bastards. Da ist die Beute. Yo, man, what the hell, bro? What are you doing? You fucking cash, dude, you fucking cunt. Ach, du hast wiederbelebt, lol. Sag das aber gleich, steht da wie so voll Guppi, da wie ein Trottel. Ich hab noch eine Munikiste. Ivo Stuckelase, vielen lieben Dank, Junge, für die Queen. Dankeschön, jetzt mal am Sterne, das macht der Yin. Das macht der Yin. Yin Zitsu Yamatsu. Alter, über uns ist ein Düsenjet. Na, auf dem Flieger, du Neider. Leute, ich droppe mal eine Munikiste, glaube ich. Ich glaube, ich droppe eine Munikiste für euch Affen, Alter. Oder meint er nicht, lieber? Ja, rauskommen. Feuer frei, Munikiste liegt im Zelt. Wir können mit der U-Bahn weiter pimmeln, Leute, weil ich weiß ja auch nicht so richtig, wie ist denn nichts los hier? Lass uns mit der Bahn fahren. Mit der Bahn? Wann kommt denn die Bahn? Hier geht's lang Richtung Lagoon. Das war das einzige Weg. Wir können Richtung Lagoon. Marc, kommst du her mit uns? Wir warten auf dich hier bei der Bahn. Du völlig. Willst du nochmal gucken, wo ich gestorben bin? In der Bahn ziehen hier unten. Komm runter da. Wollt noch mal eine Puppe haben. Kommst du da jetzt runter? Ach, jetzt sei doch nicht so aggressiv. Und wie war's? Ja? Ging aber flott. Oh, oh, Gegner! Oh, hier weiter wegfahren. Ich brauche noch Hunger, was meine Schilder verwelt vergessen. Ja, mit Teewurst. Mit der anderen Wurst kann ich auch machen. Ich hab Hunger. Ja, natürlich, ich hab Hunger. Hat jemand Platten? Ja, ich habe die. Ja. Hier. Geht doch eh raus, sieht das alles hier, ist allen geholfen von euch.
ihr kommt hier von weiter da mit euch, kann man nichts machen heute, nicht anzufangen mit euch hier kaputten hier. Warten wir ewig auf dem Markt, danach war er Quark, hat er geheult, da kam ein Gegner und danach war es wieder frei oder was ja. Ich bock mir auf die Scheiße hier, Sippies, Junge. Hier nochmal Platten für dich, Mark. Ey, die Platten waren für Mark, gib doch die Mark, die Platten Mark wieder zurück, was ist denn da los, sag immer. Hallo, halt, stopp. Jeder versteht doch irgendein Wort, Leute. Ich versuche gerade irgendwie von euch abzuhauen, aber es klappt mir. Wie viel mir wieder hinterher hier? Da sind jetzt Arsenal da oben. Na, Arsenal, da oben sind Gegner drauf, Digga. Arsenal oben sind Gegner drauf. Warum schießt ihr jetzt, Leute? Jetzt wissen alle, dass wir hier sind. Das ist doch dämlich, Alter. Ja, Granate bringt's richtig. Ja, Eierköppe, komm, let's go. Schöne Drohne, komm. Ihr Schweiß, dies. Die Granate hat sie gebracht, Digga. Die hat's richtig gebracht, die Granate. Kauf mal eine Drohne ein, bitte mal. Komm, ich leg dir jetzt raus. Kauf die Drohne ein, hau die Drohne direkt raus. Hey, vor uns sind Gegner. Vor uns sind Gegner bei uns, Orange. Hol die direkt raus, Mark. Komm, ich brauch die jetzt hier mit der Drohne. Ja. Ich bin sofort da. Sofort. Ich bin da. Über mir ist einer hingeflogen gerade. Da schießt nach links Richtung Drohne. Über mir genau ist einer. Die laufen hier drüben. Oh. Unter mir, Leute, unter mir. Wo seid ihr denn alle, Alter? Dicker. Ey, ohne Scheiß, Mann. Ja, aber die anderen zwei, was haben die gemacht? Die Drohne mitgekauft oder was? Was ist denn da los? Let's go, Mann. Ihr müsst ein bisschen mitmoven. Ja. Das ist hier richtig cool und nutzlos hier gerade, was hier los ist. Richtig cool und nutzlos. Ich liebe euch da, Mensch. Ich bin eifersüchtig, ja. Übelst eifersüchtig, na klar, immer. Was macht er da? Ich bin nicht eifersüchtig, ich komm jetzt nach, Schnucki, Alter. Überhaupt nicht der letzte Mensch. Jawoll, Stefan. Komm, da kommt noch einer. Da kommt noch einer, die Nase nicht. Na, renn weg da. Was soll ich denn machen? Na, rausrennen und spritzen oder Platten stecken. Rüst für den machen dürft, da zu hocken. Jetzt rausgelaufen, rumgelaufen, immer in Bewegung bleiben. Rumlaufen und Platten geben da. Aber es waren eh noch zwei von den Nutten. Boah, ist doch scheiße, Junge, wir können schon abdrehen gerade. Da eh eine Runde mache ich danach sowieso noch, wir wissen das. Neu starten, nochmal neu, oder? Jetzt ist es zu spät, meine Freunde. Late, leider Gottes. Ich meine, klar, ich liebe euch auch ohne Ende, aber. Ich bin auch noch ein Mensch. Ja, ein Mensch ist Mensch. Bin ja von gedrängt. Dummer Dreck. Mark, jetzt komm, Junge. Na Marker, was machst du? Schießt du da mal zurück oder? Bin ich wieder der Polizei, so wa? Du hast jetzt nicht die Macht. Du nimmst doch nicht ein, du musst weiter vorgehen, um einzunehmen. Jetzt nimmst du ein. Wer kommt der? Genau da. Hinter dir. Alles gut, hast du gemacht. Nice, Mark. Jubel! Jubel! So, kleine süße Maus. Immer gern. Love is the family. Lost is family. Love sind sie. Leiser, bitte. Scheiße, ja. Ja, dann hast du echt voll dicht bis Mark. Da hinten sind überall Lupen und du nimmst so eine Scheiße da jetzt an, oder was? Was ist denn los mit dir heute? Wollen mich verarschen, oder? Ja, was ist denn los? Warum nimmst du das an, was markiert wurde? Wir hatten die Scheiße markiert. Ich weiß es nicht. Alter, Leute, ne. Einmal mit Probier. Die Runde geht in die Geschichte ein heute, Leute. Die Runde geht in die Geschichte ein. Versprochen, Leute. Das werde ich definitiv einrahmen in meinem Leben. Und danach, da wird es nichts mehr geben. Dann haben wir noch eine Runde, Leute, mich offline. Renn for us. Lalalala, lauf. Wohin bloß? Ist egal, lass mal, du rennst. Du fragst nach welchem Freund? Welcher Freund ist das, wenn ich fragen darf? Schlussverkauf hab ich nicht. Das kommt dann noch, oder? Ja. Schlussverkauf? Kommt das nicht noch? Kommt jede Runde, wenn ich mich nicht irre. Kommt noch ein Schlussverkauf oder kommt kein Schlussverkauf mehr? Das ist jetzt die Frage, die ich mir stelle, Bruder. Muss los. Da ist der Händler. Ja, der ist doch der Händler. Ja, Händler, da ist ja nichts. Das ist doch kein Schussverkauf. Warte erstmal ab, Mann. Das ist jetzt noch nichts los. Willst du jetzt campen oder was? Alter, Leute, ich lasse gleich die Hunde raus, wenn es sein muss, Leute. Ich hab keinen Bock darauf. Das verunsichert mich so. Ich sag doch gar nichts, Alter. Als die Lupe ihn macht, da. Lauf links, lauf rechts. Mensch, spring ins Wasser, ist die Runde zu Ende, dann war's da. Danke, ciao.
Echt mir helfen, Bruder. An die Mauer, also auch ganz gut. An die Mauer. Sei die Alex. Auf der Mauer war ein kleiner Teacher. Auf der Lauer ging es auf einmal tiefer. Hat mich in den Bann gezogen, hat mehr, Digga. Das ist dieses schummische Bermuda-Dreieck, da musst du aufpassen. Oh, wisst ihr was, Leute? Das ist mir jetzt auch zu blöd mit euch hier gerade. Ich hol mir jetzt noch einen Gin. Ein Gin. Gib dem Leben einen Gin. Gib dem Leben einen Gin. Ich mach mal ganz kurz den Gamestern aus für die Zuschauer, weil ich kurz Musik anmache, während ich zum Kühlschrank rolle, wenn mein Stuhl bis gleich. Na klar. Aber das kommt jedes Mal. Mach doch. Was machst du denn? Jetzt geh zum Shop, Junge, renn um dein Leben! Oh. Eine ganz knappe Sache. Ja, was soll ich denn machen? 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 Ey, ohne neues Glück, Junge. Gucken wir mal, wer reinkommt jetzt hier. Ja, aber knappes Ding, fast den ersten. So, danke. So, eine Runde werde ich jetzt hier noch machen, danach werde ich direkt in meinen Gin-Pool springen, Alter. Ein Pool voller Gin. Start gleich. Start gleich oder was? Nein, los, komm, wenn du sagst start gleich, dann muss ich gleich starten. Bist du schon am Gin? Nee, natürlich, der Gin ist am Start, Digga. Ich habe einen ganzen Pool voll Gin zu Hause, habe ich mir ein paar hundert Flaschen bestellt und dann setze ich mich jetzt direkt rein. Geil. Oh. Und ein bisschen Bitter Lemon oder Tonic dazu? Eine Tonic, ein bisschen Gurkenscheiben drin, Spritz. Oh, was ist denn jetzt los? Hallo? Hallo, was ist denn jetzt passiert? Da gibt's das andere, was ist das? Warte, Whiteberry. Whiteberry mit Tonic. Gin meinst du? Whiteberry Tonic? Okay, krass, hab ich nicht getrunken. Ja. Hab ich noch nicht getrunken tatsächlich. Ist ja geil. Moin. Ich hab hier heute Morgen schon mal gesehen. Ich hab gerade eine Jerry. Hey, grüß dich Kevin, was ist denn da für ein Scheiß? Wo kommst du hier? Wir haben das heute Morgen schon mal gesehen. Wir sind schon mal über den Weg gelaufen, Brudi. Irgendwann mal in der Stadt. Das Déjà-vu. Der kommt jetzt überhaupt noch. Ivo schreibt, er kommt. Ach doch, Ivo schreibt, er kommt, Mana. Und alle hoffen gerade so, Digga, start einfach die Runde, du Idiot, Junge. Gibt da eh keiner. Start einfach die Runde. Dann alle gerade jetzt, egal wer reinkommt, alle denken sich gerade, na schönen Dank, auch du Arsch. Egal wer jetzt reinkommt. Da müssen wir ja wieder rollen, oder, Alex? Natürlich müssen wir rollen. Roll den Shit, Brudi. Ich mach eh wieder eine 1. Na sicher, du machst eine 0, Alter. Scheiße, Brudi, mach keinen Scheiß, Brudi. Glückwunsch. Wie schreibe ich einen Glückwunsch eigentlich? Mit Glück und den Wunsch, oder was? Scheiße, Brudi. Mit K. Ach so, mit K, nicht mit A, oder was? Nee. Also quasi so ein Glückwunsch, oder was? Glückwunsch. Glückwunsch. So, kommt jetzt keiner oder was? Weil du schreibst, komm mal, Ivo? Ich weiß nicht. Fantastischer Teacher, delicious, Bruder. Nee, in der Stadt bestimmt nicht. Viel Spaß. In der Stadt bestimmt nicht. Du bist nicht in der Stadt, du bist nicht so der Stadtmensch oder was?
Läufst du lieber auf dem Acker rum oder bei großer? Ah, da ist er doch, mein Guter. Hello, hello, Brudi. Hello, wie geht's dir, Ivo? Ja, gut, dann selber. Ja, auch gut, danke der Nachfrage. Freue ich mich sehr zu hören. Dann müssen die anderen mal rollen jetzt. Rollt, Ausrufezeichen, rollen im Chat. Wer der kleinste Zahler, der saß die Tür denn. Und tschüss, ist halt leider so. Ich habe mich doppelt bei der Ivo. Glaube ich, bei irgendjemandem zumindest gerade eben noch. Jetzt nicht mehr. Ja, ja, mach das. Alle müssen wollen. Ja, ja, sicher. Außer Ivo, ich habe immer noch gut, doppelt. Ich kann dich immer leise stellen. Das du kannst mich auch leise stellen, ist gut. Weil ich habe immer noch doppelt, Digi. Ich habe immer noch doppelt, Hamudi-Modi. Immer noch. Ja, ja. Jetzt kein Spaß, ich liebe dich auch, aber es geht Spaß. Auf dem Land ist am besten, Tür auf dem Land ist am besten, Digga. Immer noch doppelt. 81 habe ich. 81? Ich habe mich immer noch doppelt, wie Sau sogar, übel laut. Aber immer nur erst, wenn du selber redest. Jetzt ist doch. Mein Stream ist auf stumm. Ne, ich habe mich trotzdem doppelt bei dir. Kannst du mal im Stream reingucken. Jetzt ist, glaube ich, besser gerade, oder? Sag mal. Ne, ist immer noch doppelt, Ivo. Hör mal im Stream rein. Ja, der Stream ist stumm. Aber ich höre mich doppelt über deinen Namen. Steht dein Name da. Guck, wenn ich rede, steht der Name oben da. Jetzt ist er wieder weg. Wir werden die drei, der muss raus. Leider Gottes. Leider Gottes, die drei hat verloren. Knapp an der 8 vorbei. Boah, 3 ist aber auch easy, gell? 3 ist richtig. Wenn ich mal beim Rollen gewinne, ohne Mist, ey. Letztes Mal 1, Folge 3. Also es kommt aber zum zweistelligen Zollen. Aber du hast dich verdreifacht. Also das tut mir leid, Brudi. Das tut mir leid, Benny, mein Lieber. Nächstes Mal kriegst du eine 6 oder eine 9, Bro. Wow. Danke, danke. Ich hätte dann 6. Besser als eine 8, also, ja. Der Dings hat eine 8. Aldo hat eine 8. Ja, dann sag ich mal trotzdem noch einen schönen Abend, mein Schnuckelhase. Na, das gleiche. Ciao, ciao. Danke dir, Benny. Tschüss. So. Ich hab mich immer noch doppelt. Ach, kein Scheiß. Ich soll mein Headset ausmachen? Das, na, nicht du. Also, alles klar, danke, ciao Leute, ich höre euch denn jetzt nicht mehr. Was ist denn hier los? Das nervt aber wirklich, Alter. Oh, ja, Ivo, bei dir rauscht die ganze Zeit, Bro, leider Gottes, Schnucki. Und was ist da bei dir? Das ist der Ventilator, wie bei dir, kennst du? Kann sein, ja, dann musst du deine Aufnahme ganz höher machen ein bisschen. Ja, für dich habe ich den ausgeschaltet jetzt. Ah, das brauchst du nicht. Ah, nein, nein, nein. Ausschalten brauchst du nicht, Digi. Ausschalten würde ich niemals machen für euch, Assis. Nicht Spaß, Alter, Digga. Mach ich ihn auch aus, gell? Du setzt, ob ich ihn ausmache. Ich freue mich auf das Sub-Treffen. Das auf jeden Fall. Das wird richtig sexy, Digga, Alter. Das sag ich dir, Alter. Bring ich dir unseren Open-Air-Mörder mit. Da bin ich aber gespannt. Da bin ich gespannt, Digga. Die saufen wir denn beide, Digga, Alter. Jetzt schieß mal richtig ab, Rosa. Solange mein Liebelein mich lässt, bin ich dabei. Ah, na klar, Digga, die muss ich lassen. Das, ja. Ja, das stimmt, Digga, das ist nicht einfach, Digga. Das ist nicht einfach. Die Queen regiert. Saufen irgendwo? Die Queen regiert natürlich, wie immer, was abtreffen, aber die trunken mit der Zeuge, weil wisst ihr doch, wie das läuft, Digga. Du weißt doch, wie das läuft, Marc. Wo denn? Wann denn? Beim letzten Subtreffen? Marc, hallo? Ich war nicht da. Natürlich warst du da. Letzte Runde jetzt. Wenn jetzt noch irgendwas beim Mikrofon bläst, dann ist es meine Frau, Leute. Also alles andere dürfte nicht mehr blasen, Leute. Das ist alles ausgeschalten hier. Hör ich. Nach Leia wird nun auch Rowdy oder Rudy Carrolls, wann wird's mal wieder richtig Sommer, verboten. Der Grund, Verharmlosung der Klimakatastrophe. Ach du Scheiße, da macht er keinen Scheiß, Junge. Ich höre mich immer noch doppelt, ich weiß zwar nicht warum, aber es ist halt so passiert. Dann machen wir die Runde halt so, wer soll's. Wenn sie überhaupt startet. Naja, wenn ich zum Video schon mal schönen Tag, ciao, danke. Müssen wir wohl Rebirth spielen? Rebirth. Man weiß, es ist Sommer in München, wenn man sich wieder in Eisbach treiben lassen kann. Ja. Ah, jetzt. Marc? Ja. Kannst du dich mal bei mir melden nach der Runde, bitte? Wie bitte? Kannst du dich nach der Runde bitte bei mir mal melden? Auf dem Handy? Per Telegram oder WhatsApp, je nachdem, was wir haben. Also mal sprechen können, alle beide. Ivo, mein Lieber, vielen Dank für deine 100 Sterne, Schnuckelhase. Dickchen, vielen, vielen Dank, Bro. Naben, Dominik, anderer Dominik, grüße euch, ihr lieben Sebastian. Grüße bei mir, alles schick, wie geht's dir, Sebastian, mein Lieber? Danke der Nachfrage.
brechen bald auf. Ich hab aber Bock auf eine Runde Sniper, oder? Warum krieg ich aber nur auf die Fresse, Alter? Fragt sie nur, ich bin okay. Ich kann nur eine Waffe spielen, von daher stellt sich die Frage nicht bei mir. Ah, okay, Woody. Ich kann auch nur eine Waffe. Das, hast das. Du was gesagt? Ich hab was. Damit du nichts mehr doppelt hörst. Nein, 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 Rudy, alles gut, alles aber gut. Wenn du Hochdeutsch redest, gell, das hört sich echt, echt brutal an. Das kann er gut, das kann er gut. Geil, oder? Das ist richtig geil, aber Brother. Ich verstehe dich auf Schweizerdeutsch auch. Ja, ich verstehe dich auch auf Englisch, ist auch kein Problem. Wie ist denn miteinander? My English very good, My English is not yellow from the egg, dude. I have Bock, bro. Digga, was ist denn hier los, Leute? Und wo schießt ihr auf mich, die? Ey, ihr seid doch nicht ein Sauber, oder? Wie aggressiv kann man sein, ey. Wie du. Oha. Markus Appetit, weil keine Weintrauben mehr da waren damals, Alter, im Einkaufszentrum. Voll Appetit, der Junge. Ich will meine Weintrauben, weil meine Weintrauben wollen mich. I'm sexy, sexy, sexy. Und wir machen heute noch ein großes Porno-Fick-Treff bei uns im Garten. Ja, wer Bock hat, kann noch kommen mit Bademantel und Eierlikör. Da ist halt richtig was los. Da kackst du aber richtig ab, mein Freund. Das kann gut sein. Also nicht beim Sex-Treff, sondern auch beim Eierlikör. Wenn wir alle gleichzeitig reden, verstehe ich noch mehr. Let's go. Alles klar, meine Freunde. Komm, mal gucken, was hier passiert. Ja, mal klar. Hast du unser Startpunkt? Sebastian, ich gebe mein Bestes, Rudi. Dein Haus, Junge. Bei der Augen, du siehst, was deins ist, du 40 Ficker. Beruhig dich mal. Ich wollte es nur noch mal sagen, also. Dass du es weißt. Okay, verstehe ich. I'm so. Ey, braucht ihr mein Haus fliegen? Das meine ich ernst. Es ist kein Schwein da, verpisst euch da runter. Ich krieg sonst eine Krise, Alter. Ich krieg eine. Ich muss dir helfen, du musst mir. Du musst dich unterstützen. Macht euch jetzt aus! Alter, das ist kein Freudenhaus hier. Ihr seid ja falsch. Aber hier ist eh nichts. Nicht aber, hier gibt's kein Aber. Es reicht mir jetzt hier. Ich geh raus aus dem Haus, ist mir egal. Ich war hier ist gar nichts. Ja, nachdem du den scheiß Spezialistenbonus geklaut hast, sagst du, hier ist nichts oder was? Ich bin irgendwie dumm oder was, Leute? Ich bin doch kein Trottel, Alter. Ich ruf meine Mutter an, die ruft die Polizei. Da war ich schon dabei. 1, 2, Polizei. K1 oder was? Der K1 Kai. Hat das eine Bedeutung, Marc? Cobra Kai, das ist doch geil, Digi. Cobra gegelt doch schon länger gut mit dem. Ich bin mit dem per Du. Hab hier eine Maschine. Gibt's halt aber Vollgas, immer Vollgas, Bruder, immer Vollgas, Herr Moody. Wenn nichts dafür, ist ja logisch. Ich versuche hier schon alles zu geben, Moody. Oder liegt das jetzt immer an mir, Moody? Ich weiß auch nicht, was immer an mir liegt, oder was hier? Ich mach doch nichts, Freund. Hau dir mal eine Platte rein, Stefan. Beruhige dich jetzt aber ein bisschen. Warte mal runter. Ein Glas, ja, Masaki. Sagst du dir, soll ich mal eine Platte rein, oder hast du noch keine Platte rein? Jetzt geht's aber los, dann mach ich ab. Drohne. Ich hab keine Platte. Mein Gott, heb erstmal noch auf. Nee, lass uns noch nicht hoch, Mensch, okay. Lass mal den Drachen hochsteigen, Brudi, heute. Erstmal kommt der Drache, dann kommt die Rache. Oh, die kommt wieder bei mir, hier bei uns die Kiste. Ja, moin, Bruder, grüße dich. Wer bist du denn? Ja, na, komm mal her hier. Aber schneibt eine Runde. Da war. Ja, Fenster hinten. Was, Fenster hinten? Da bin ich doch hier, Digga. Schon? Was bist du? Ich bin jetzt aber hier gerade hinten, da ist keiner. Das hat ja die Drohne rausgekloppt. Ich fass es doch nicht. Die zwei, richtig Kolonne nutzlos. Es geht wieder weiter. Kolonne nutzlos geht voran. Kein Schwein hier. Er sagt, da ist ein Gegner. Daraufhin droppt er die Drohne. Daraufhin geht ihr und der Krieg los. Was ist jetzt? Hier ist nichts. Das war nicht das. Naja, Attacke, ich bin dabei, Leute. Hier, guck mal, vor uns sind die Gegner. Hä, wo sind denn die? Alarm. Wo sind denn die Gegner? Alarm. Hier ist nochmal ein Selfie für einen von euch süßen Turteldäubchen. Hier ist erste Hilfe, sagt er.
Das geht nicht mehr. Oh, nein. Was ist denn jetzt passiert, Bruder? Beruhig dich. Ey, das ist ein Selfie. Das geht nicht um Geld. Das ist nur ein Spiel, Leute. Ey, halt, beruhig mal locker, Alter. Ich, dass hier wieder Freundschaften zerstört werden. Das möchte ich nicht. Es handelt sich lediglich nur um ein PC-Computer-integriertes Konsolenspiel, Leute. Es ist nicht die reale Welt. Habt ihr das verstanden? Ich hab echt Angst, dass ihr euch da die Köpfe einschlagt zu Hause, Leute. Yo, man. What's up? Das Geld gehört uns. Das liegt bei dabei. Papa, kommt mein Schuki, deine Stimme ist voll beruhigend, Alter. Hört sich ein bisschen an wie von Daniel. Daniel kommt doch aus der Schweiz. Also aus der Schweiz zumindest. Ja, also, in der Nähe. Ach, was, ehrlich? Ist ein guter Mensch. Egal, ist der beste Mate, Alter. Den kenne ich schon ganz lange. Ja. Ich seitdem ich kleines Kind bin. Alles gut, Bro. Machst du gutes Gameplay. Wo wohnst du in der Schweiz? Aarau. Aarau. Eine Stunde weg von Zürich. Alter, da bin ich geworden, Alter, Digga. Ich wohne in Ortlingen. Okay. Kenn ich. Natürlich. Ich arbeite in... Zurückruf. In Grenichen. Okay. Ja, ich wohne in Grenichen. Ja, ja, jetzt kommt's gleich raus. Die zwei sind Nachbarn. Alle gut, Leute. Attacke! Attacke! Hinter uns! Oh, die kommen vom Bunker, Lass uns die abfahren, komm Leute, die dürfen nicht rausgehen. Los, hinter. Was habe ich mir ein Glas drin, ein Gebiss? Tatsache, da ist mein Gebiss drin. Das ist die Biss von meiner. Von meiner Lehrerin damals, das Gebiss ist da im Glas drin, Digga. Da sind Gold, die kommen alle, Bro. Zielpunkt markiert. Alter, ihr seid schon wieder viel zu schnell für mich. Nee. Attacke Bunker, was willst du noch mehr? Die kommen! Ich hab dir einen Hit gegeben mit der Granate. Ich bin hinter Stefan, close. Ich bin hinter Stefan. Oh, Digga, oh, die haben mich, Leute, ich brauche euch jetzt wirklich. Ey, was ist das denn? Das ist doch Luke Mockridge! Wo bist denn du, Mauer? Kinder, komm, Soldat! Ich bin doch dabei! Dabei ist alles! Die dürfen da nicht raus! Hä? Wo ist denn der scheiß Bunker hin? Digga, Mann! Ich geh offline danach, ich hab keinen Bock mehr, muss laufen, Alter. Komm. Dein Team kann für deine Befreiung bezahlen, wenn das Geld reicht. Leben in einem Haushalt, Hallo, das wissen wir, Kinder. Ach, du bist der Haushälter von mir? Du bist Manuel? Du wohnst in einem Haus mit ihm? Keiner weiß es so richtig. Was habe ich hier in meiner Tasche eigentlich drin? Was ist denn das? Auch mein Schlüssel für den Ferrari, Leute. Ja, die Runde fuckt mich gerade ab. Die stoppen nicht immer neu. Da kriegt der sonst richtig einen Kohlkopf, Alter. Was ist mit meiner Schnitte eigentlich los, ja? Er ist genau links von dir, also auf der anderen Seite. Der war gerade gut, Alter. Zu spät. Sorry. Ich bin so fertig gerade, tut mir leid, Leute. Frag schon mal deine Frau, Ivo. Oktober ist es Subtreff. Frag deine Frau schon mal, Oktober ist Subtreff. Und wenn sie sagt nein... Oktober? Ja, Oktober, und jetzt sagt nein, dann spreche ich eine Spannnachricht drauf, die du deiner Frau denn zeigen musst, von meiner Frau aus. Oder die. Du kannst sie mitnehmen und dann kann meine Frau. Noch nicht ganz, die werde ich aber den nichts bekannt geben. Weil. Okay. Ist auch schade. Ja, dann kicken wir. Das kriegen wir hin, Bro. Eine Teewurststulle, Mann. Meine Frau sagt, eine Teewurststulle, Mann, da kommt aber nichts. Was ich für die brauche, halt wieder ein Pfeilchen, Alter. Was ist denn da los, Junge? Muss da was passieren hier? Aber das kann doch nicht angehen, dass ich immer hier der... Marc hat so ein dummes Maul, bitte, Alter. Nein, sie den Gulag geschafft hat, Junge, also wie Schweinehund. Welche Lupe nehme ich jetzt, damit ich nicht wieder... Marc, kann das sein, dass du jemand bist, der super cool ist? Das steht in deinem Titel drin. Was? Das steht in deinem Titel drin, da unten, super cool, weil ja. Da steht super cool. Das ist geil. Ey, ohne Scheiß, Leute. Andere haben da irgendwas drin mit, ja, Kämpfer und bla, aber bei ihm steht super. Ey, die Lupe ist unter ihm. Fick den weg, Marc. Jawoll. Ey, das sah gut aus. Da war der Potenzial dabei. Verstammt ihn, Marc.
Mega! Ja. Du hässliche Jo, Alter, Digga, ändere mal den Namen ab, Junge. In 1-2 Stammteam-Polizei, Junge, let's go. Die sind zurück vom Spazieren, meine Frau. Wie lange braucht wir am neuen Macker? Wir haben ja eine offene Beziehung, führen wir ja, deswegen. Kann jeder machen, was er will. Das ist das Beste, was du machen kannst, Alter. Das war, Digga. Ich bin morgen Single. Wollen wir noch eine Platte rein, Maggi? Ich habe noch eine. Yes. Da ist der Daniel noch dabei, Junge. Digga, wenn die das gehört hätte, ich wäre morgen Single. Glaubst du mir, Alter, das war's denn. Ach, der Grund ist auf jeden Fall nach der Runde für mich Feierabend, Leute. Ich muss das mal richtig schön kacken hier. Spaß, ne, aber ich muss mich um die Kinder kümmern. Die Netflix gucken können da drüben. Früher war es mal ein bisschen schön. Kinder. Oh, da ist der Shop. Da oben war er. Das ist echt ärgerlich, Leute. Da sitzt. Den finde ich doof übrigens. Den mag ich auch nicht mehr, Digga, ganz ehrlich. Den mag ich nicht. Ein Kill hat da, sitzt da oben drin, hat einen Kill, die dann nutzen sollen, Digga, kann ich gerade so abticken. Aber wie gesagt, Leute, ich mache jetzt Feierabend, seid mal bitte nicht böse, Leute. Ich muss erstmal jetzt ein bisschen klarkommen. Marc, sag, melde dich bitte mal, wie ihr mag. Ja, ich habe den einzigen Kill übrigens, wollte ich nur sagen. Weißt du, ich guck grad noch drauf, und er hat wirklich recht, Digga, das tut weh. Das tut richtig weh, Digga, Alter. Die Runde muss ich schnell wie möglich beenden. Ja, super cool, Digga, Alter. Das meine ich ja, das meine ich ja. Guck mal hin, der zum Beispiel hat gerade drinne Todesflüsterer. Der andere hat irgendwas drin mit Kriegsmaschine. Was hat er drinne stehen? Super cool. Ey, das ist so lustig, die Augen, der Kerl. Da haben irgendwas drin stehen. Guck mal, hier, Gladiator, Todesflüsterer. Und dann kommt Marc, super cool. Das passt doch gar nicht zusammen, Digga. Wer hat denn den Titel reingemacht? Ey, Ivo, danke deine Sterne, mein kleiner Schluckelhase. Dick ich hin. Vielen, vielen lieben Danke, Süßen. Auch danke für die Runde. Wenn es nicht die beste war, es war auf jeden Fall die lustigste Runde heute. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Schlaft wieder gut. Euch noch einen schönen Abend. Passt auf euch auf. Dankeschön. Dito. Haut rein, Kagame. Ciao, ciao, ihr Süßen. Ist das geil, Leute, Alter. War die lustigste Runde heute, oder? Ich wünsche euch natürlich auch noch einen schönen Abend, Leute. Schlaft wieder gut. Träumt was schön. Schön, dass ihr da gewesen seid. Habt euch liebe Süßen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Und morgen geht's ganz normal weiter. Nochmal eine kurze Info für alle überhaupt. Morgen, also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, 4 Tage hintereinander sind Stammteam-Games jetzt. Weil wir ja den Mittwoch mit dem Sonntag tauschen. Sonntag ist ein Open Lobby. Das ist alle nochmal wissen. Das versuche ich jetzt jeden Tag zu sagen. Wir werden auch jeden Mittwoch und jeden Sonntag 18 bis 18.30 Uhr Frage und Antwort machen. Das will ich auch nochmal verkünden. Und das war's doch, was ich sagen wollte. Ja. Dankeschön, ihr Lieben. Good night, Ivo Schnuckelhase. Dickichen, vielen Dank für deine 200 Sterne. Grüß mal deine Frau ganz lieb und sag im Oktober, das Subtreff steht, Hamudi. Es wird halt wieder so laufen beim Subtreffen, dass wir dann sicherlich mehrere Leute sein, die Bock drauf haben, dass wir wieder auslosen. Das heißt, ihr kommentiert und wir lassen das wieder mit dem Programm auslosen, wer denn halt kommen kann. Das ist halt ein bisschen beschissen, geht aber leider nicht anders. Dankeschön, sehr schön. Freue ich mich auch, ihr lieben Mäuse. Vielen, vielen Dank, dass es euch gibt. Dankeschön, dass ihr die Familie hier am Leben erhaltet, Digga. Das ist sehr, sehr geil, sehr, sehr wichtig. Euch noch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Bis morgen. Ciao, ciao, guys.